Black Mamba, ich grüße dich, herzlich willkommen. Und was? Hier war noch Hallo auf Jukolf 2, moin moin. Du schreibst Black Mamba, der Bausimulator fandest du sehr interessant. Ja, ich habe bei. Problem ist, dass ich jetzt bei Steam so ein bisschen mal geglätzt habe hier. Und du brauchst ja neuerdings für Steam, also für Bausimulator benötigst du Steam. Und da lade ich mir gerade nebenbei noch was anderes runter. Einmal Assetto Corsa, also Assetto Corsa oder wie das heißt. Dann so ein MR Genshi, also hier so ein Dingsbums, da ich kann es euch ja mal zeigen. Ne? Kann es euch ja mal kurz zeigen hier. Spiel, Fensteraufnahme. Hier Steam, da hier. Dann hier dieses Spiel hätte ich da noch im Angebot. Das wollte ich eigentlich mal ganz gerne mal testen, weil immer dasselbe ist ja irgendwo immer ein bisschen doof, sage ich jetzt mal so. Wobei zu viele Spiele anfangen ist auch scheiße, sage ich jetzt mal so ganz krass gesehen, ne? Aber ja, und da lade ich mir gerade hier, Sie gehen das jetzt nicht, lade ich mir, oder habe ich hier gerade in meiner Liste so verschiedene Sachen drinne, ne? Hier dieses komische, das ist, soll auch Dings sein. SpeedV habe ich gerade hier noch nebenbei offen, das machen wir mal kurz zu. Ja, und ihr seht ja links, was ich da für Spiele gerade aktuell drin habe. Ne? COD ist am Runterladen, Bausimulator ist ja sowieso schon drauf. Was? Bumpy ist geil, okay. Nun kann ich jetzt schlecht beurteilen. Habe ich ja bis jetzt ja noch nie gespielt. Da habe ich, wie gesagt, hier in meiner Download-Liste hier die Sachen gerade drin. Ja, jetzt überlege ich natürlich, was machst du natürlich als erstes, ne? Was lädst du dir, was lädst du dir als erstes runter? Hier ist ja mein Euro Truck Simulator, was ich die ganze Zeit immer gespielt habe, ne? Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was wollen wir Schönes spielen, ne? COD müsste noch ein bisschen was runterladen. Dieses Assetto Corsa, das habe ich gerade eben erst angefangen, das Game. Also zumindest nicht das Game, aber halt mit Download. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis das runtergeladen würde, sage ich jetzt mal so, ne? Und ja, es ist die Frage, was wollen wir Schönes spielen, ne? Weil ich habe keinen PS Plus mehr, demzufolge habe ich auch jetzt keinen Bock hier auf irgendwelche Spiele auf der PlayStation, muss ich ganz ernsthaft sagen. PlayStation sowieso momentan mehr aus wie an, weil ich gar keine Zeit mehr groß habe. Ja, ob du sehr gut drin bist oder nicht, das ist ja erstmal Bockwurst. Spielt ja keine Rolle. Es geht ja darum, dass auch die Zuschauer Spaß dran haben, einen angenehmen Livestream zu sehen, wo mal vielleicht ein bisschen Abwechslung wieder drin ist. Wo man vielleicht, abgesehen von World of Tanks oder was weiß ich, ne, Euro Truck Simulator, wo immer, also wo immer keine Action drin ist, wo nichts passiert. So, und ich glaube, bei das Assetto hier, das ist bestimmt ganz geil. Aber auf der anderen Seite, Medal of Honor ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Oder hier dieses MRG, also das hier mit diesem Krankenwagen da hier. Ne? Wenn ich mir hier so diese Sachen hier so angucke, hier, von dem Game hier, ne? Ne? Hier so großes Update, Release hier, wo die hier mit Feuerwehren, Krankenwagen und Co. durch die Gegend eiern musst, hier irgendwas löschen musst und so ein Käse. Ich hatte damals mal für ein Windows XP damals mal so ein Spiel gehabt. Das fand ich persönlich gesehen damals ganz, ganz geil. Und hier gibt es irgendwie auch Multiplayer oder sowas, wenn ich es hier richtig sehe. Ne? Ja, hier neue Missionen. Hier sind so ein paar Shorts drin, ne? Spezial. Player-Statistiken, Balance. Gibt es auch, glaube ich. Na, hier. Ja, ich sehe es ja hier, ne? Gut, teilweise kann ich auch die Hälfte gar nicht lesen davon. Hab davon abgesehen. Aber stellt sich bestimmt interessant vor, ne? Und wenn es kostenlos ist, warum soll ich da nicht in der Hinsicht mal reinschnüffeln und mal gucken, ne? Ich meine, es kostenlos die Games. So, ne? Du musst für dieses Steam hier Gott sei Dank nichts bezahlen. Hier gibt es sogar ein Video davon, da könnte man sich mal zum Beispiel mal Emergency. angucken. In the face of danger, heroes rise. Become an incident commander. Strategize. Na gut, wenn ich das so sehe, habe ich da irgendwie keinen Bock drauf. Combat fires. Save lives. And restore order. Ich dachte, das ist eher so eine Wahrheit, dass ich selber halt. Multiple realistic locations. Naja, gut. Muss ich die Aussage vielleicht etwas zurückziehen.
So, aber COD habe ich noch ein Update auf jeden Fall, das muss ich machen. Das ist auch, das habe ich gerade eben auch erst angefangen, ne? Aber wenn ich hier sowas sehe, dann kriege ich da auch Lust drauf, weil ich da auch gesehen habe, oh hier. Oh, S1 Audi. E36! 190! Oh, ein schöner GTR. Oh, I46 und Mazda RX-7. Ich glaube. Okay. Mazda X. Oh, ich muss. Geil, 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 geil. 13 GB hat das nur in der Warteschlange. Oh, runterladen. Brudi, der muss ja mal los. Also, was wollen wir spielen, Leute? Los, lasst mal Like da, schreibt was in die Kommentare. Los, Leute. Ich bin heiß. 13 GB müsste ja eigentlich in der Regelfall ja ziemlich zügig runtergeladen werden hier, ne? Ja. Erstmal, wie geht's euch so, Leute? Wir haben uns ja ein paar Tage lang nicht gequatscht, nicht gehört. Ich komme halt momentan auch leider gar nicht so groß dazu, irgendwie Livestream zu machen. A, weil ich auch fast keine Lust mehr groß auf Livestream habe, weil, wenn ich immer Livestream gemacht habe, das heißt, ich meistens immer alleine da. Um die Uhrzeiten, wo ich mir dann immer so denke, okay, gut. Ne? Ja. Und, ja. Und auf der anderen Seite hatte ich dann selber auch nicht immer so viel Lust gehabt, muss ich ernsthaft sagen. Und, ja. Also, Black Mamba, bist du noch am Start? Wir haben hier 3 Zuschauer bei YouTube. Wo wär's für COD? Alle auf Golf 2. Ich kann ja erstmal hier mittel da vorne das erstmal zumachen, aber das brauche ich erstmal nicht. Das mache ich auch erstmal zu, ist wieder Platz. Fehlt halt nur eine Euro Truck Simulator, könnte ich theoretischweise auch mal wieder spielen, wobei ich bei Bausimulator eigentlich immer wieder weiterkommen wollte. Ja, ist aber. Ist immer so eine Sache, ne, mit solchen Sachen. Gut, da kann ich ja hier Blazy wieder ausmachen, kommt ja sowieso keiner an die Party rein hier. Sind ja lieber alle in den Spielchat. Dann halt nicht. Ich bettel nicht. Ja. Los, Leute, schreibt mal was in die Kommentare, Leute, wer ich da ist und so. Und da würde ich mal zum Arzt gehen. Crafter, wenn du das sagen tust, du hast immer solche Schwankungen da drin, kann ja irgendwas nicht hinhauen. Insgesamt sind 70 GB, 150 Laufwerk, Auslastung. Okay. Naja, gut, dadurch, dass ich jetzt noch einen Stream anhabe, dauert das natürlich hier noch ein bisschen. Das ist hier natürlich mit den Statistiken ein bisschen langsamer. Ja, COD müsste auch noch runterladen. Gut, da sind wir bei 85%. Ach so, kann man das auch machen. Aha. Download beginnt. Was macht man jetzt nun, Leute? Erzählt mal, haut mal raus jetzt hier. Mir ist das Bockwurst. Ich richte mich da nach euch. Ich habe auf viele Sachen Bock.
Bausimulator hatte von daher gesehen ja auch eine richtig geile Grafik, ne? Du hast mal Informationen hier, dass ich online bin. So Leute, ich bin hier wieder live am Streamen auf Twitch und YouTube. Die Frage aller Frage, was spielen wir natürlich? Ich hätte hier COD, dieses Assetto Corsa im Angebot, Bausimulator, Euro Truck Simulator. Was wollen wir spielen? Also lasst mich das gerne mal wissen, kommt gerne ins Stream rein, chattet mit mir hier ein wenig mit und dann wollen wir mal schauen, was wir Schönes zocken. Ja und? Worauf willst du jetzt hinaus mit dem zieht viel Leistung? Ich habe schon keine Ahnung, wie oft COD auf dem PC gespielt, trotz Stream. Wenn du darauf hinaus willst. Ist nicht so, dass ich das erste Mal spiele. Dankeschön, Crafter. Wir müssen den Dacia tanken. Dacia Duster, Auto hat mich absolut überzeugt. Richtig geiles Auto für den Preis. Aber der Tank ist so mikroklein. Und wenn du 400 Kilometer am Tag fährst, oder 200 Kilometer am Tag, 100 hin, 100 zurück, nochmal ein bisschen hier im Messen durch die Gegend, dann musst du alle 2 Tage tanken. Das habe ich bis jetzt auch komplett durchgezogen. Das ist, glaube ich, die 5. oder 6. Tankfüllung. 2200 Kilometer jetzt gefahren in einer Woche. Dein Eurodruck sagt Black Mamba. Ja, Eurodruck habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Eurodruck habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich davon absehen. Aber ja. Ist zwar wirklich. Freilich. Sind ja genauso Menschen wie jeder andere auch und habe den einen Tag auch ja die Story da geteilt. Übrigens, für die Leute, die von DS Garage sind, ich hatte ja bei Insta so eine Umfrage gehabt, ob ich auf das reagieren soll von dem Golf 3 von MT Cars. Er selber hat ja geantwortet auf die Reaction zu seinem Auto. Also könnt ihr euch die nächsten Tage darauf freuen, dass ich da definitiv mir mal ein Video reinballern werde. Was heißt Video? Also jetzt fürs Video hauptsächlich. Und dass ich da fürs Video so ein bisschen bei mir hier was mal zeige. Von dem, was sie da gerade machen, kennt ihr ja sicherlich der eine oder andere, die Verwandlung. Ich sage halt aber einfach was dazu. Meine Reaktion, ich habe das zwar jetzt schon gesehen, die Videos und die Verwandlung von dem. Ich kenne das Ganze quasi schon. Es hätte mich jetzt anders geflasht, wenn ich es jetzt noch nicht gekannt hätte. Aber er selber hat das Ganze bei mir mit einem Ja beantwortet auf meine Frage, als ich das im Status drinne stehen hatte, von wegen hier, na, soll ich darauf mal reagieren? Und ein paar andere hatten da auch was geantwortet gehabt. Finde ich unter anderem sehr geil, dass überhaupt mal jemand was auf meine Stories mal postet und repostet und mal beantwortet. Gibt es ja selten Leute, die das machen. Und ja, da hatte ich das auf jeden Fall drauf gehabt, drin gehabt, wie auch immer. Und ja, demzufolge, ja, werde ich dann die nächsten Tage dann mal da was machen. So, jetzt ist aber die Frage der Frage: COD, Eurotruck oder was machen? Was machen? Die Fragen aller Fragen. Black Mamba sagt entweder Busse, Bausimulator oder Eurotruck. Bausimulator muss ich auch machen. Ne, Bus-Simulator habe ich für die PS4 zum Beispiel. Könnte man sich auch mal reinziehen und mal angucken, ein paar Videos machen. Ich merke schon, ich muss so viele Videos eigentlich theoretisch was machen. Ich wäre eigentlich den ganzen Tag nur am Aufnehmen. Bus-Simulator, Bausimulator, Euro-Truck-Simulator, hier dieses Assetto Corsa, World of Tanks. Dann habe ich noch auf der Playsee hier dieses Watch Dogs angefangen. Und so weiter und so fort. Also ne, LS22 noch, wenn das hochkommt. Noch auf der Playsee weitermachen und so. Also. Ich wäre eigentlich den ganzen Tag nur am Aufnehmen, zumindest für Gaming-Kanal mäßig hier. Ne? Da wird schon gar nicht mehr zu was anderem kommen. Deswegen, ja. Aber die Fragen aller Fragen ist für einen Livestream, müssen wir jetzt gucken. Was machen wir jetzt? Ne? Was machen wir jetzt für Livestream-mäßig? Dieses Ascorsa oder was machen? Wer macht denn jetzt hier die Herzen, wenn ich mal fragen darf? Ich sehe es gerade hier im Live-Chat bei mir, weil ich, ja, weil ich das hier gerade offen habe.
Ich muss das Ganze ja noch reposten, dass ich auch hier bei Twitch und so live bin und so. Viele Leute, die keinen Twitch haben, YouTube machen, gucken, wie auch immer. Ja, das ist immer so ein Zwiespalt, ne? Der eine nutzt halt Twitch, der nächste sagt halt, ich gucke nur bei YouTube. Deswegen bin ich immer bei beiden live. Das ist immer so ein bisschen so das andere Ding in der Hinsicht hier, wo ich mir mal manchmal so Fragen tue, was ist denn jetzt hier besser? Twitch, YouTube, wie, wo, was, ne? Naja. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich mache jetzt erst. Du machst das, okay, sehr schön. Ich kann ja jetzt nicht anfangen und sagen, ich mache jetzt eine Runde, keine Ahnung, Eurotruck, dann mache ich das, weil das dauert ja alles. Das sind ja alles so Sachen, wo man ein paar Stunden damit beschäftigt ist, ne? COD wäre auch immer noch mit ein bisschen Action, sage ich jetzt mal so. Von daher. Ja. Ja, und wegen Modicars hier, ne, ich hatte ja bei ihm da einfach das Video angeschaut und hatte mal so gedacht, ach komm, versuch's mal zu verlinken, mal sehen, was passiert. Er hat sich so angeguckt und er hat mich ja repostet, ne. Ich weiß ja nicht, hat der ein oder andere sicherlich ja gesehen gehabt. Von daher, ja, finde ich das mega cool. Ich mache einfach jetzt eine Runde Bausimulator und fertig, weil ich muss ja sowieso hier noch den Download fertig machen von COD. Weil das wird jetzt sonst sowieso nichts. Das wird dann sowieso viel zu lange dauern jetzt hier noch, wenn ich jetzt hier noch weiter 3 Stunden sitze. Also ich bekomme nämlich heute gar nichts mehr dazu, was zu spielen. Ja, mache ich auch jetzt, weil es dauert mir jetzt hier alles zu lange. Ich will hier noch was zocken, bevor das jetzt hier noch 6 Stunden dauert hier. Machen wir jetzt hier Stop and Go. Zap, zap, zap. Zap, zap, zap. Wie geht's dir eigentlich so, Black Mamba? Metal of Horn habe ich jetzt hier. Hier habe ich ja die ganzen Sachen. Assetto Corsa habe ich auch schon als Desktop-Bildschirm jetzt hier auf dem PC. Aber eigentlich war die Festplatte ja eigentlich für Videos gedacht gewesen. Jetzt knall ich mir hier ein Spiel nach dem nächsten hier drauf. Ne? Sag mir jetzt nicht, dass da noch was gemacht werden muss. Ey, dann flipp schon mal aus hier. So, jetzt muss ich kurz Bausimulator wird gestartet. Na, 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 na. Bin jetzt hier. Startet das jetzt mal oder wie schaut's aus? Hallo. Dir geht's gut? Das freut mich auf jeden Fall. Soll ich denn jetzt hier oben in der Ecke finden? Irgendwie hängt hier gerade alles. Es hängt ein wenig. Es hängt hier ein wenig. Ich könnte vielmehr die Grafikkarte belasten. Die Grafikkarte ist gerade mal bei 8%. Dann kommt man 2 Arbeitsspeicher. Okay. Und jetzt hier. Ach, es war nur gerade eben. Was? Bei meinen Windungen ist ein Fehler aufgetreten. Ach so, ich wollte schon gerade sagen, irgendwie haut das jetzt hier gerade nicht hin, hä? Ach, Mann. Okay,
Okay, war nur gerade wegen der Startphase, hat es jetzt ein bisschen gegangen kurz. Gott, dann auf eine Runde Bausimulator. Dann kann ich ja auch noch schnell den Titel ändern. Bei YouTube. Zack, zack. Bausimulator. Gibt es das wieder nicht oder was? Ey, ich krieg schon wieder. Ja, nur mal einfach das. Seit wann habe ich eine englische Videosprache? Also davon wüsste ich eigentlich, wenn ich Englisch könnte, ja. So. Schläft denn der Chat hier schon wieder, oder was? Min. Zählt was Schönes. Zählt mir was einen Schwung aus eurer Jugend. Hä? So. Hä? Verarschen die, oder was? Was ist denn jetzt für ein Bullshit hier? So zeigt der mir das jetzt hier nicht an. Technik wieder, Alter. Ich roll flipp aus hier. Na, geht doch. Schon Sachen hier. So. Dann macht das schon mal wenigstens hier. Perfekt. Finde ich da jetzt wieder eben nicht, Alter. Fass doch die Bucko ins Eis hier, ey. Jetzt so. Nee, nix automatisch hier. Spinnst ja wohl. Da ist es doch. So ist das jetzt schon wieder so groß, die Scheiße hier. Ey, du kannst diesen Dreck hier jedes Mal aufs Neue einstellen. So, dann auf ins Gestürz, würde ich sagen, wa? Liebe Freunde. Fortsetzen. Und los geht's. Eine TikTok-Öffnung könnte ja heute aber da glötzt eh wieder keinen Schwanz zu. Bei TikTok. Was habt ihr so die ganzen Tage so getrieben, wenn ich fragen darf? Was habt ihr so getrieben, Leute?
Geräusche, Alter. Dann startet hier gerade irgendein Flugzeug oder was? Zeigen lassen. Hier so, zack. Nämlich gerade keine Kommentare. War beim Osterfeuer, okay. Nämlich gerade gar keine Kommentare von Twitchy Boy. Okay. Die Modelleisenbahn. Oh, sowas ist auch natürlich auch was Schönes, ne? Schöne Modelleisenbahn. Wir sind jetzt mit dir hier hin. Die lädst du jetzt mal oder die lädst du jetzt nicht? So. Nochmal gucken hier, ne? Was muss man jetzt eigentlich machen? Ich habe gar keinen Plan. Liefern Sie Sand und verteilen Sie es. Ach so, okay. Genau, dann müssen wir jetzt erstmal das Ding. Müssen wir erstmal wieder weggeben hier. Baumaschinen. Das Ding. Ah, das bin ich. Oh. Egal, ja gut, da ist ja noch was drin. Das müssen wir ja sowieso mal leer machen, ne? Ey, habe ich keine Facecam mehr oder was? Was ist das für Mist? Hier angeordnet Facecam. Aha. Perfekt. Hat natürlich auch wieder seine Vorteile, weil da kann ich nämlich jetzt hier auf jeden Fall, ach, hier steht er schon, ne? Kann ich aussteigen hier, wie ging das hier? Kann das Fahrzeug nämlich mal zurückgeben. Das auch. Fertig. Habe ich ein bisschen Geld wenigstens wiederbekommen. Und kann mir jetzt... ja, wo waren das? Nee, das war knapp hier. Nee, warte mal. Ja, wie war denn das Wetter hier? Aha. Nee, warte mal. Ah, blöde. Ich sehe hier vorne jetzt hin. Weil ich brauche ja auch das benötigte Fahrzeug jetzt, um mir ordentlich Sand hier rein ins Land zu holen, ne? Ich brauche ja ein bisschen Sand jetzt. Und bevor ich jetzt wieder 8 mal fahren muss, werde ich mir mal so einen richtig dicken Multikipper organisieren hier. Und werde den jetzt mal richtig schön mieten und dann mal vollknallen, das Ding, ne? Weil wenn ich jetzt hier mit meinem kleinen mit meinem kleinen LKW fahre, stehe ich ja übermorgen noch da, weil das Ladevermögen ist hier nämlich nicht so hoch, weil hier die Dings nicht so schön ist, ne? So, ne, ist die Bridge nicht so. Das ist ja für so kleine Sachen. Es gibt zwar von der Variante nochmal einen richtigen LKW, so wie bei Euro Truck Simulator, aber wenn, dann wollen wir schon echt fahren wie Männer hier. Demzufolge müssen wir hier mal ran ans Geschehen. So, rein dann in dieses Gemüse. Ja, hier passt wenigstens ordentlich was rein in den Hengst hier. Das gefällt mir auf jeden Fall. Damit können wir arbeiten. So, nur gleich mal uns nochmal auf der Karte markieren, wo wir hier hin müssen nochmal. Damit wir dann auch da schön genüsslich dahin fahren können. So, Standort halten. Warte mal, wir machen es mal anders. Wir machen es mal so. Aha, hier. Da hier war das. Da ist die Baustelle. Wir müssen hier hin, aber nein, keine Schnellreise. Hier so, zack. Ey! Ach, hier war das hier. Dennis wird überfordert. So, dann fahren wir mal hier, ne?
erstmal mit einem riesen Multenkipper erstmal überlang fahren. Ist das vom Ton her eigentlich okay, Leute? Sagt mal was. Ich finde, es läuft irgendwie flüssiger seit dem letzten Update. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon mal gesagt gehabt. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal in der letzten Folge gesagt gehabt. Seit dem letzten Update läuft es irgendwie flüssiger. Sonst lief es immer so ein bisschen, keine Ahnung was. Also wir arbeiten noch an dem Spiel, muss man ernsthaft sagen, dass das alles ein bisschen reibungsloser läuft, die Übergänge besser sind, gerade hier zum Lenken, das sah manchmal aus wie so ein Block. Ja? Moin Moin, endlich wieder deinen Account wieder gefunden. Meinst du das, Z? Ja, ich habe nämlich jetzt noch gar nicht geguckt, wie das jetzt mit dem Ton ist, zwecks Lautstärke vom Spiel und so. Ein klein wenig können die Lautstärke ein kleines meiner Meinung nach. So, hier ein bisschen leiser machen. Und hier ebenso. Nein, hier ist es schon. Okay. So, ein bisschen leiser machen hier. So, ich habe es jetzt mal ein bisschen nochmal angepasst jetzt hier. Es ist jetzt ein bisschen leiser. Zumindest von Ingame-Sound her. Also ich weiß nicht warum, aber ich fühle schon seit Ewigkeiten, da wie das da, ne? Uiuiuiui. Wie das, das war vor ein paar Monaten nicht so. Das hat sich vorneweg vor ein paar Monaten bei dem Spiel hier fahren lassen. Oder halt auch in den Unfall, gerade wenn du ein Auto weggeschoben hast, wie ich jetzt in dem Fall. Fahren lassen wie so ein, keine Ahnung was, Baustein, ne? Also wenn du ein Auto angebockt hast, dachtest du, du stehst vor einer Wand, ne? Ja. So, wie geht's dir so, wenn du sagst, du bist froh, dass du meinen Account wiedergefunden hast? Freut mich auf jeden Fall, ne? Wobei sich ja mein Name eigentlich immer noch nichts geändert hat, wenn man so TV eingibt, dann findet man mich ja eigentlich immer noch. Was, wir fahren sie vielleicht am Montag abholen, okay? Hast du auch den Platz dafür, Crafter, für diese Modelleisenbahn? Ja, auf jeden Fall war es die letzten Male so, um zum Thema zurückzukommen, dann stand das Auto an der Ort und Stelle, wo du den Unfall hattest, und hat sich nicht so richtig wegbewegen lassen. Das sieht man in älteren Videos oder in älteren Livestreams von mir. Ja. Ich überlege gerade noch, ob ich bei TikTok noch live gehen nebenbei noch. Für den maximalen Content hier. Wobei das Ganze ich auch hier in YouTube nochmal hochformatmäßig machen könnte. Aber ja, ja, egal. Ich muss mir vielleicht mal eine Strategie einfallen lassen, vielleicht einen Tag im Hochformat zu streamen bei YouTube, einen Tag im Querformat. Also so wie es halt jetzt ganz normal ist, ne? 16 zu 9 halt, wie es schon immer ist. So, dann brauchen wir mal einmal Sand hier. So, damit wir mal da, ja, machen wir gleich mal. Was? Raffaela, moin moin, Dankeschön für deinen Follower. Wieso ist denn der Donation-Sound so leise? Also der Spenden-Sound, der Follower-Sound. Ergebnisliste. Dankeschön für deinen Follower. Vielen Dank für den Follower. Vielen lieben Dank. Wie lieb von dir. Dankeschön. Wie geht's dir so? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut und übersteuert jetzt auch nicht. Weil ich hier das Mikrofon ein bisschen lauter gedreht habe. Hier vielleicht wieder ein bisschen mehr Saft reingeben in das Spiel. Auf Dings bei Twitch. Twitchy Boy, ich mach jetzt mal schnell die Hosen voll. Wenn ich komm mit meinem dicken Ding, ist die Hose voll. Nicht die Hose wird voll. Kleiner Schatz am Hunde. Ich hab wieder einmal nichts zu saufen hier am Start, ey. Fällt mir gerade auf. Ich fange an zu streamen und hab nicht einmal irgendwie was zu saufen am Start. Wie lost ist das? Lost vom Lostesten überhaupt.
da muss ich mal schnell aufstehen und mir schnell was zu saufen. Und Leute, nicht abhauen, nicht wegrennen oder so, ne? Bleibt mal alle schön am Start hier, nicht wegrennen. Was gibt's denn da zu lachen? Wie hast du den Kanal eigentlich gefunden, wenn ich mal fragen darf? Raffaela. Ja, Raffaela erinnert mich an Schokolade, irgendwie sowas so. An schokoladenmäßig irgendwas. Raffaello, genau. Raffaello, Nehme ich mir vielleicht noch eine Kleinigkeit zu schnabulieren mit? Ne, ich habe heute, glaube ich, schon so viel Süßes gegessen. Komplett random. Oh, geil, 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 geil. Dankeschön auf jeden Fall hier. Danke. Geil, ich hole mir was zu saufen. Heute wieder der Schleimer, denn ist unterwegs. So, Leute, es gibt heute eine kleinen Obolus. Ich habe mir noch eine schöne Zwiebel organisiert. Eine schöne, saftige Zwiebel. Eine Zwiebel. Guck hier, da. Lecker. Jetzt machen wir erstmal was. Ja, wir stehen hier schon wieder eine Zeit lang rum. Zeit ist Geld. Und Geld haben wir nicht im Spiel und Zeit auch nicht, Junge. Der Auftrag muss ja mal fertig werden, Junge. Wir brauchen Sond. Halt! Zu weit! Zurück. Piep. Das mache ich, wenn ich immer rückwärts laufe, mache ich das auch immer. Denken die Leute immer, ich hätte eine Schette. So. Einmal in. Sollst du nicht aussteigen, du Blödmann? Sollst hier die Entnahme machen, du Trottel?
das mach voll das Ding, ja. Safte ihn voll. Safte ihn richtig voll, du. Oh, ja, los. Rein da in die geile Sau. Oh, schön. So, mal ein bisschen das hin und her schieben hier. Wir sind ja fast voll, ne? Mal kurz etwas abbremsen. Rückwärtsgang kurz einlegen hier. Okay, das Zeug liegt da oben, wie es liegt. Ich kann es nicht bewegen. Oh, geil! Los, Abmarsch. Jetzt fahren wir aber mal in der Innenkolonne hier. So, innen. Guck mal hier. Habt ihr schon mal so ein schönes Cockpit gesehen gehabt? Hier, oh, guckt euch das an. Oh, da fühle ich gleich heimisch. Hier ist noch genug Platz für eine Frau, die sich, naja, mir einen Kaffee kochen kann, sage ich jetzt mal so. In Anführungsstrichen. Hier so ein bisschen Platz, ne? Hast du immer noch eine Hand frei für andere gewisse Sachen so, ne? Eine Hand ist immer frei für den Co-Piloten, ne? Um auch immer schön gewisse Sachen am Laufen zu erhalten. Das muss ja immer, ne? Der Sand braucht ja eine gewisse Feuchtigkeit. Versteht ihr, was ich meine? Wenn der Sand zu trocken ist, dann fruchtet das nicht so gut. Weil der Sand, da kann man den nicht so schön verarbeiten. Dann rutscht das nicht gut durch. Weil wenn der Sand zu trocken ist, ne? Trägst du was auf und dann regnet's mal und schifft's und keine Ahnung was und dann beschweren sich die Anwohner, ey, sie haben mir zu wenig Sand aufgetragen hier, ne? Da muss man doch gleich mal ein bisschen, dass es fruchtet, ne? Ich meine, hallo, ne? Da muss doch mal ein bisschen hier, ne? Mensch, die Sachen hier werden auch mal flüssiger hier im Game. Halt! Die Arschlöcher lassen keine Vorfahrt für mich hier mit meiner Baumaschine. Sand ist noch da, okay, alles kein Problem. So, jetzt fahr ich aber einfach raus hier, ihr Deppen. Ich hab Vorfahrt hier. Verbisse dich, Junge. Stehst ja Weihnachten noch da hier, wenn du hier danach gehen tust, ne? Siehst du, ich hab schon lange bei meinem SoTV-Account nicht mehr gepostet. Warte mal, das muss ich mal schnell machen. Ey, rabbel mir nicht am Stübchen hier, Kollege. Schnürschuh, ne? So, wo geht's denn lang? Ich hab gar keine Planahnung hier. Wo geht's denn lang hier? Nicht gestatten. So, wir haben wieder mal SoTV mal wieder eingeloggt hier in Instagram. So, wollen wir hier mal Live-Story machen hier. So, Kamera. Dann machen wir hier mal auf der Außenperspektive, damit wir ja sehen hier. So, meine lieben Sandfreunde, damit der Sand aber schön fruchtet hier, ne, müssen wir hier mal ein bisschen im Bausimulator mal eine Runde zocken hier. Ich bin live hier, ihr Süßen. Hier, guck auf dem Kanal hier, gibt's hier schön Livestream. Kommt doch mal hier rein hier in die Süßen, sind die süße Sau. Ne, das muss ein bisschen fruchten hier. Ne, der Sand muss feucht bleiben. Ne, ich meine, versteht die Frage nicht, Juris. Bausimulator, was ist denn das für ein Snitschnack? Kann man das essen? Ne, ich weiß es nicht. Bausimulator. Ja, wer hämmert denn hier so, Alter? Junge. Ja, andere am Start, Junge. Mal, lieber Mann, du. So. Und Twitch. Und teilen. Teilen macht Spaß. Teilen macht Spaß. Teilt den Stream. Teilt den Stream. So, jetzt noch eine Story hinterher hier, ne, damit wir wieder mal was machen können. So, ihr kleinen Banausen. Ich transportiere gerade eine Ladung Sand zu meiner Baustelle. Da müssen wir mal das schön abladen und das Loch mal ordentlich vollfruchten. Ne, weil wir müssen ja uns auch immer schön am Lande halten, ne? Auch natürlich mit einer undimensionalen Baumaschine, wie man hier sehen kann. Das ist mein neues Einsatzgerät für Sand und technische andere prophylaktische Sachen, ne? Jetzt müssen wir mal hier, warte mal, der Einfahrt verpasst, so eine Scheiße, aber auch du. Warte mal, muss man die Maus hier ein bisschen steuern, so, jetzt fahren wir einfach mal hier auf der Autobahn mit dem Ding drauf hier. Ne, freilich hier, dann fahren wir mal hier lang, hier die Rosettenfotze oben ist schon an. Und dann geht's los hier, fahren wir mal drauf auf die Juri. Mit knapp 50 hier mit einer Tonne Sand hinten drauf. Junge, es muss fruchten, Junge. Oh, ist das schön. Ja, verbisse dich mit deinem Junge. Ich hab Vorfahrt. Verstehst du nicht, meine rote Umleuchte? Junge. Ach, Leute, wie geht's euch so? Wie geht's bei euer Tag so? Fruchtet's bei euch auch immer? Bei mir fruchtet's nie.
Juris, mach mal Eier, hallo. Schreibt doch mal was in die Kommentare rein, ihr Süßen. Ach, das muss doch fruchten, Mensch, Leute. Wenn das nicht fruchtet, dann hat das doch alles keine Zukunft hier. Versteht ihr, wie ich es meine? Der Sand muss doch immer gefügig bleiben. Wenn der Sand nicht gefügig ist, dann hat das doch alles keine Zukunft hier. Oh, fahren wir geradeaus jetzt. Ach komm, wir fahren mal hier einfach mal geradeaus hier. Was kostet die Welt? Oh, warum bin ich nicht schon immer hier lang gefahren? Ne? Oh, war ein Baum. Oh, LKW, LKW. Eieieiei, scheiße. Verpisse dich mal hier, Junge. Oh, verpisse dich, Junge. Ich bin im Einsatz hier. Siehst nicht mein Blaulicht, Junge. Oh, Juri, das ist die Ladung Sand muss doch weg, Mensch, meine Fresse. Junge, 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 Junge. Ich bin auch hohem Stress hier, Junge. Da kommt ein bisschen Sand ins Getriebe, ne? Nicht nur Sand ins Getriebe. Ah. Da muss doch Stollen mal ordentlich voll gemacht werden hier, Juris. Versteht ihr, wie ich es meine? Wo geht's überhaupt lang? Ich hab gar keine Ahnung hier. Junge, ich fahre einfach hier irgendwo hin. Ah, hier hin müssen wir. Ah, sind wir doch schon fast richtig, Juris. Oh, geil. Komm, wir fahren wieder mal in die Innenperspektive hier. Hallo, Innenperspektive. Haben wir eigentlich das Licht an? Ich verstehe es nicht. Ne, wir haben kein Licht, nicht mal das Licht haben wir an. Oh, wir sind ja Personal hier. Müssen wir das Licht anmachen hier. Hä? Was war denn das jetzt? Bin ich jetzt geblitzt worden oder was? Hä? Schon wieder. Ich hab keine Ahnung. Ob ich jetzt schon wieder geblitzt worden bin, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Schon wieder geblitzt, Junge. Schon wieder 400 Euro bezahlen oder was? Für einen Blitzer, nur weil wir 30 km/h zu schnell waren oder wie? Ach, Mann, 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 das geht auf den Geldbeutel. Also Leute, spenden. Ah, komm hier gleich links weg. Ah, Abkürzung. Da. Eine Sache von Sekunden. Hier, guck mal, alt. Hier müssen wir ein bisschen langsamer werden. Da vorne steht ein Blitzer. Das weiß ich schon aus Erfahrung. Ja, vom Ducker machen wir hier schön lang. Schön mit 28. Weh, das Ding blitzt jetzt. Hau ich dich in die Fresse, Junge. Ja, wollte ich dir geraten haben, Juri, Junge. So, mal hier lang. So, ist jetzt hier noch jemand im Stream dabei, oder was? Hallo? Oh, die Kiste fällt gleich auseinander. Wollt ihr das live erleben hier? Mitten unterwegs bricht der LKW auseinander. Oh! Komm, gib mal Gas hier, ich hab Vorfahrt, Junge. Jetzt kommt das Ding wieder, jetzt kommt der Turbo. So, ja Leute, ich kann euch mal Schwung vom Ballsimulator erzählen. Hier war unser erster Auftrag. Bisschen Straße betonieren, Junge. Oh! Ich muss das Hebelgesetz zur Nutze machen, verstehst du meiner? Ach, das hat doch alles keine Zukunft hier, Junge. Ich glaube da wohl nicht. Das größte Auto hat Vorfahrt. Warum machst du die ganze Zeit Lachsmilies rein, Raffaela? Wie geht's dir denn so? Eine Ladung Sand transportieren hier, Junge. Sehe ich aus wie ein Sandhändler oder was, Junge? Ich will rumbackern. Ich will die Leute anbackern. Runterbackern, hochbackern, rüberbackern. Ne, ich muss auch mal ein bisschen Schutt hin und her transportieren. Und da steht wieder so ein Schluchtelioter mitten auf der Straße, Junge. Was ist das für ein Arschloch? Wie soll ich denn jetzt hier drehen, Junge? Ach, das sind Bauleute, Junge. Oh, das hat doch alles keine Zukunft hier. Oh, hör mir auf, Junge. Oh, piep, piep. Warum macht's nicht piep, piep, piep? Wir haben uns alle nicht lieb. Wo soll ich denn den Sand hinschütten? Ach, einfach mal hier schon hin in die Scheiße, Junge, ne? Ach, dahin. Da hinten hin mit dem Bottich oder was? Was habe ich so viel Sand geholt für so eine kleine Schütte da oder was? Willst du mich verarschen? Also wenn ihr Bock haben solltet, ihr könnt auch gerne so kleine Videoclips erstellen oder sowas. Bis eine Minute oder so, würde ich mich mega freuen. Weil dann haben wir nochmal so ein paar YouTube-Shorts und sowas und für TikTok und Bibabo, ne? Oh, warte mal, apropos TikTok. Ich kann ja bei TikTok noch live gehen hier. Finde ich heute noch gar nicht. Warte mal, erstmal die Zwiebel fressen. Oh, ist das denn für euch unterhaltend hier, meine lieben Freunde? Oh, krieg ich grad Gänsehaut. Ihr wollt ja auch was davon haben, ne? Warte mal, in welche Richtung? Ich denn? Ah, jetzt habe ich in die richtige Richtung. Ah, okay. Ja.
Oh, ihr wollt ja was davon haben, ne? So, jetzt gibt's noch mal großen Bottich. Was ist das, mein? Wer hat hier Geld abgebucht? Unerzogen! Ich habe ihnen keine Kordonnance gegeben, mein Geld abzubuchen. So, jetzt erstmal hier, warte mal. Mikrofon mal beiseite schieben hier, sonst komme ich mit meinem Bottich nicht hin. Geil. Puh. Und weiter geht's. Was ist denn jetzt hier? Sag mal, kriege ich das mal hier irgendwie mal Feedback von euch? Ist das lustig? Ist das nicht lustig? Ist das unterhalten? Nicht unterhalten? Erzählt mir mal was. Los, Leute. Oh, ist das lecker. Ungelogen, ich kriege Gänsehaut. Das ist so ein Mundorgasmus. Melde dich an, jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Dreckfotzen Scheiße hier, meld mich doch nicht schon zum 80. Mal an. Haben sie dir eine Muffe gebufft oder was? Fick Scheiß Dreck hier, verdammt mich. Das glaubst du wohl nicht hier. Krieg jetzt mal, warte mal, ich muss aber klötzen hier. Mir werden irgendwie keine Kommentare mehr angezeigt. Schreibt dir noch irgendjemand was? Ich glaube nicht hier. Gucke hier. Hi. Raffaela. Da. So, mal gucken, wer hier noch am Start ist. ASMR, Miu, Keine Moderatoren da. Naja gut, auf Dings habe ich ja eh keine, auf Twitch. Was ist denn jetzt hier mit YouTube hier? Okay, da dauert was. Naja, egal. Doggen, das ist Sand, was ich gerade geholt habe. Ich habe gerade Sand geholt. Was von neuen GT7? Was soll GT7 neu sein, hä? Was? Was denn für ein GT7? Hä? Wie, wo, was, wie, wo, was? Black Mamba, gefällt dir das denn hier? Welches Arschloch hat sich mit seiner Baumaschine reingestellt, ey? Junge, ah, so ein Depp, Junge. Nee, den hab ich noch nicht gehört. Ich habe da irgendwas mal vor ein paar Tagen gelesen gehabt, aber... Ich kann zwar noch GT7 spielen, aber ich habe ja kein PS Plus mehr, so heißt, können wir nicht mehr zusammenspielen. Fast schon zu viel Sand dahin geschüttet.
Was habe ich nie wieder für eine Nachricht gekriegt? Wartet mal kurz, Leute. Ich habe eine WhatsApp bekommen. Fruchtet das denn jetzt hier mit dem Sand oder was? Hallo? Mir juckt die Nase schon wieder. Mir juckt die Nase. Was heißt denn das wieder? Muss ich ein bisschen was von der Zwiebel essen, ja? Ah, ich hab's sogar gar nicht in meinen Status gepackt, merk ich gerade in WhatsApp. Naja, glitzt eh kein Scheiß an, kein Mensch an den Mist. Na, freilich. Muss mal fuhren, der Botte Fräscher. Was schade. Da muss doch noch ein bisschen was. Schaffst du das hier was auf die Schaufel drauf zu machen? Könnte was werden, könnte aber auch nicht werden. Na, das ist aber eine ordentliche Portion auf dem Lader, Junge. Ah, das ist ja schlecht. Achso. Ja, ich habe keinen PS Plus mehr. Und ich werde es mir jetzt auch wirklich erstmal nicht holen, weil ich erstmal andere Kosten haben werde. Ich muss Arbeit was am Auto machen, B. Muss ich noch ein paar Sachen organisieren und machen und tun. Plus, ich habe leider ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Weil ich leider, wo lang gefahren bin, wo ich der Meinung gewesen bin, da wäre 100, aber da war leider 80 gewesen, ne? Oder war 80 und ich war knapp 30 zu schnell gewesen dadurch, ne? Ja, und da könnt ihr euch dreimal vorstellen, was damit passiert ist. Richtig, da stand ein Blitzer. Da stand ein Blitzerchen, ja. Demzufolge werde ich jetzt richtig die Arschkarte haben und ja, naja. Das heißt, ich meine, das Laufen, wenn es halt auf einen Monat Fahrverbot raus hinausläuft, stört mich jetzt nicht. Ich laufe sowieso ganz gerne. Das Auto steht sowieso größtenteils mal ein bisschen, ne? Ich brauche es ja auch mal abgesehen davon, dass ich, ne? Gut, manche, wenn ich manche Termine habe, ist es schon wirklich manchmal sehr vorteilhaft. Da mache ich das immer ganz gerne mit den Auto mal. Aber ansonsten bin ich ja sowieso immer sehr viel auch zu Fuß unterwegs, weil ich einfach die Bewegung auch und alles brauche. Aber, naja, demzufolge. Pflanzgrube ausheben. Was soll ich denn jetzt für eine Pflanzgrube ausheben? Was ist denn für eine Pflanzgrube?
Ja, und da werde ich wahrscheinlich eine dicke Rechnung haben. Kumpel hat für 24 km/h schon 240 Euro bekommen und da werde ich mit meinen knapp 30 ein bisschen mehr haben. Knapp, ich sag mal so 300 Euro, denke ich mal. Ja, und das tut mir dann schon weh im Portemonnaie, ne? 300 Euro? Hä, wo soll ich denn was ausheben? Sind die besoffen? Ich sehe nichts. Wo soll ich denn das hier ausheben? Hä? Ach, ich stehe mit dem scheiß Ding da drauf. Ja, moin. Nee, keine Ahnung. Musste ich nicht. Woher auch? Kenne ich ja so nicht, Crafter. Und bei Instagram sieht man ja nicht wirklich was, ne? Junge, es muss doch fruchten! Da hat der Trottel hier die Baumaschine draufgestellt, Junge. Kann ich es nicht sehen, wo ich das Mist abkippen muss. So, ist denn noch jemand bei YouTube hier dabei, meine lieben Freunde? Ich muss hier noch ein bisschen mal abchecken, wie die Lage ist. Ist eigentlich, naja. Machen wir Rückwärtsgang einlädern hier. Baggerfahrer, so TV. Baggerfahrer, so TV. Ich brauche noch ein bisschen Beleuchtung hier. Habe ich hier kein Licht hinten dran? Arbeitsleuchten ein, aus. Hm, toll. Sind an, aber ich habe hinten keine. So eine Scheiße. Hm. Naja. War es wieder nichts, ne? Da war es wieder nichts. Da war es wieder nichts, der Junge. Ist überhaupt noch jemand am Zuschauen hier irgendwie? Ich sehe nämlich gar keinen irgendwie gerade so richtig. Kann das sein? Hm. Na, egal. Der mit dem Golf ist auch wieder irgendwie weg oder so. Keine Ahnung. Naja. Naja. Immer dasselbe. Und das ist das, warum ich manchmal am Anfang gar nicht mehr zu streamen. Weil ich mich dann so darüber ärgere, dass ich das manchmal tagelang mache. Ich mich tagelang manchmal ärgere darüber und das ist manchmal einfach schade. So, kann ich mal hinstellen. Reicht das? Na, es ist nice. Das ist zu weit. So. Junge, oh, Bagger ausfahre, Juri, hier, guck mal. Hey, was macht denn der jetzt für einen Käse? Ich Ach, Junge, wieder eine falsche Bedienung gemacht. Ah, hör mir auf, ey. Das hat doch keine Zukunft hier, Junge. Oh, keine Zukunft, Junge. Oh, hör mir auf, warte mal, ich muss mal kurz hier mal meine Facecam wechseln.
muss immer kurz hier mal, ne? Ihr braucht ja nicht die ganze Zeit meine Fresse da zu sehen. Oh, hör mir auf. Oh, Juri. Deaktivieren und hier mal aktivieren. Oh, meine Fresse. Deaktivieren, aktiviere. Und los geht die Juri. Oh, guck mal hier, die hässliche Fratze. Da ist er doch. Da ist der Fratz, der Fratzenkönig von Notre Dame. Oh. Guck mal, guck in diese Blöde. Du sollst nicht so blöd gucken. Hallo, Juri. Junge, guck in diese Blöde. Du sollst nicht so blöd gucken. Verstehst du, wie ich es meine? Ja, ne. Oh, guck dir mal den hässlichen Fratzenquicker an. Oh, der sieht doch aus wie der Junge, ob sie den aus dem Dorf kommst rausgeholt haben. Oh, guck mal. Weiter geht's ja mit meinen Baggerkünsten. Oh, mal gucken hier, ne, mal hier so ein bisschen so machen und dann wieder so. Ach, guck mal hier, ach, guck mal, da ist die Schaufel voll, da freue ich mich. Irgendwo hinkippen den Mist. Warte mal hier, ach, guck mal, das funktioniert. Baggerfahrer, so TV, Junge. Ach, guck mal, und das Loch ist fertig gelocht. Ausgehoben, die Kacke. So, mal gucken, ne. Oh, mal gucken hier, ne. Oh, mir juckt die Nase. Und ja, fahr doch mal den scheiß Arm zurück, Junge, du Armleuchter. Ha, so, wollen wir mal gucken hier. So, weiter geht's hier. Und Vollgas. Los, los, los. Junge, das Ding muss wickeln. Hallo, wickeln. So, nehmen wir mal hier. Guck mal, hier hat auch schon so ein Trottel hier mitten auf die Straße gestellt, hier mit seiner Maschine. Das geht so nicht. Das können sie so nicht machen. Ja, genau. Immer ein Stückchen noch zurücksetzen. Hier so hin, ne? Diet. Schwerlasttransporter fährt rückwärts. Achtung, meine lieben Leute. Da sind ja eh keine Fußgänger am Weg hier, ne? Oh, wenn doch, ist auch nicht so schlimm. Mit Verlusten ist ja zu rechnen, ne? So. Oh, mehr langkratzen. Oh, stopp! Juri, fahr die Beine aus, Junge, das wird doch nichts hier. Geh heim mit deiner Baumaschine, Juri! So, lassen wir mal den Scheiß ausladen hier. Jungbaum, Scheiße, Junge. Gaswasser röhrig. Halt, halt, zu weit. Juri, zurück, stopp. Mal gucken hier. Ah, dran hier den Juri. Halt hoch, nicht runter, du Trottel. Oh, nicht mal bedienen kann er das Ding, Junge. Das ist mir so ein Monteur hier. Oh. Das fahr aus, das Ding. Oh, ja, guck mal. Oh, immer weiter, immer weiter. Warum soll ich denn da hinten so ein Ding hinstellen, Junge? Bist du blöde? Naja. So, ja, hier, guck mal. Oh, guck mal, das sitzt perfekt. Perfekt. In 20 Jahren können wir den Baum wegreißen, weil dann die Wurzeln dann hier den ganzen Beton hochdrücke vom Hause, ne? Aber scheiß der Hund drauf. Ne, das interessiert uns dann nicht mehr. Da können wir dann die Abrissarbeiten machen. Ne? Verstehst du? Da haben wir gleich wieder einen neuen Auftrag. Man muss ja ein bisschen flexibler denken. Man muss ja Sachen hinbauen und dann muss man sie ja wieder abreißen. Das gibt ja Money, 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 Money. Ne? Oh, das geht's doch nicht. So, warte mal, hierhin müssen wir. Hier steht der Baum. Ich verstehe nicht, wie ich den Baum da hinten wegkriechen soll. Hab ich einen zu viel gekauft, die. Oh, nee. Einmal mit Profis hier, das wird doch nichts. So, hier rüber. Ja, ja, so ist es das, ne? Ne, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich den Baum da drüben wegkriegen soll. Muss ich ganz ernsthaft mal sagen. Halt, ne? Weil der mir umgefallen ist beim Abladen. Der ist mir beim Abladen umgefallen. Und was muss ich jetzt so machen? Palettenpflastersteine. Ich pflaster die auch gleich rein, Junge. Zucht ist das hier. Das Einzige, was sie wirklich hier scheiße gemacht haben im Game, wenn ich jetzt hier in In-Game-Modus reingehe, ne, also in Innenperspektive, sitze ich hier. So, das bringt mir aber nichts, ne? Das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich da hinten hinter mir gerade, wenn ich hinter mir hier gerade da das Ding bediene. Was nützt mir denn die Innenperspektive? Nichte! Nichte! Gar nichte! Verstehst du? Das ist totaler Blödsinn. Also muss ich ernsthaft sagen, das ist totaler Bullshit. Also da haben sie überhaupt nicht mitgedacht. Du bist also gezwungen, in die ersten Perspektive zu gehen. Da hätten sie hier so einen komischen Hocker hinmachen können, dass sie dich hier wie so bei so,
LKWs, die hier Bäume hin und her transportieren, ne? Da hast du hinten bei den Grabenausleger hier, wo sie selber ihre Bäume und Anhänger beladen können und so weiter, haben sie da hinten so ein Ding drauf und dann kannst du mit der fetten Arsch draufsetzen und kannst du den Kran ansteuern, ne? So, und los geht's hier. Hoch das Ding, Junge! Hoch, hoch, hoch und rüber! Ich werde sich auch denken, Junge, 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 was ist denn das für ein, für ein Chef da drüben, für ein Bauleiter? So Leute, was geht ab so bei euch? Erzählt mal was. 5 Zuschauer hier und bei Twitchy. Wie viel haben wir bei Twitchy? 2 Stück. Eine Unterhaltung heute, wie ihr wisst, im Buche steht hier. Der Chat ist immer voll dabei hier. Ne? Macht immer Spaß hier mit euch, Juris. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mal mal kurz absetzen hier den Scheiß. Weil wir haben ja hier noch eins, ne? Und werden dann mal den Anhänger kurz abkoppeln, damit wir dann in der Lage sind, weil das Ding geht ja nicht so weit raus. Halt, falsche Richtung. Ich glaube nicht, dass das Ding bis darin da jetzt gehen wird. Oh, falsche Richtung. Ah, falsche Richtung. Ah, oder? Ach, komm, Zentimeter noch. Ach, verdammt mich noch eins. Mal abladen kurz hier den Mister. Kurz das Ding wieder einfahren. Mal wieder einfahren, schneidet das Ding hier. Den Ausleger. Und dann werden wir kurz den Anhänger abkoppeln, um dann halt schnell den mal umzusetzen. Weil ich habe jetzt musste den Kran abbauen. Ich hatte hier eigentlich vorhin zum Hausbauen hier einen Kran stehen gehabt. Also beim letzten Stream. Na, wer den nicht gesehen hat, gerne mal die Playlist abchecken. So, dann wird das so gemacht hier. So, ne? So hier. So, dann müssen wir einmal hier den Saft wieder umwechseln. So, und einmal abkoppeln. Jetzt fährt er hier die Ausleger aus und das können wir hier wie die Geistesgestörten losbrechen. Gleich den frisch gepflanzten Baum wieder umledern. Ne, gerade Fläche und dann machen wir den Mist wieder raus hier. Theoretischerweise hätte das Spiel jetzt eigentlich rummeckern müssen, weil wenn du es so siehst, guck mal. Okay, er meckert auch. Er meckert auch. Er meckert. Nur das finde ich wenigstens schön. Das ist aber ein bisschen schön hier, ne? Ein Stückchen vor hier. Und nochmal. Ach, mich juckt er. So. So, nochmal aus den Ausleger her. Und rum das Ding hier und dann geht es los hier. Jetzt geht's los, jetzt geht es los, 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 los. Liebe Leute von heute, schreibt doch gerne mal was in die Kommentare rein. Ja, ihr müsst nicht die ganze Zeit zuschauen und schweigen, es bringt doch nichts. Wir können uns doch sehr, sehr gerne hier unterhalten. Es ist ein Live-Chat, ihr könnt hier an dem Live-Chat mit dran teilnehmen. Ihr könnt euch mit mir unterhalten, da fühle ich mich nicht so blöd. Ich mache nicht den Alleinunterhalter, ne? Und wir können hier diesbezüglich schön uns unterhalten. Also, schwingt euch in den Live-Chat, schreibt ein paar saftige Kommentare und klotzt nicht die ganze Zeit nur zu. Was ist das für eine Zucht? Ihr wollt auch im Buff auch nicht nur zuklotzen. Ne? Klingt zwar jetzt bescheuert, ist aber so. Stehst du? Ne? Ne? Bist du mal hier der Unterhaltung, mein Chat? Ich mache mich hier die ganze Zeit zum Ochsen. Ne? Im lustigen Sinne versuche ich das hier ein bisschen zu unterhalten. Und kurz vor 12 stehen hier 3 Nachrichten im Chat. Wovon 4 selber von mir sind. Oh, Mensch. Meiner. Ungezogen ist das. Ungezogen. Machen wir mal einen Schluck aus meinem Bempel trinken hier. Jetzt gibt es noch eine Zwiebel oben drauf. Schmeckt doch gleich nochmal so gut. So. Was habt ihr heute so schönes getrieben, meine lieben Freunde? Wie war der Tag so? Erzählt mal, Beschwung aus eurem Leben.
Koordinanz, Junge, Koordinanz! Es muss ein bisschen zügig gehen, zügig, zügig, dabei, dabei! Die Termine sind knapp! Aussteigen. Sagt mir eigentlich jetzt zu meiner stylischen Verkleidung hier, Leute. Ist das nicht eine stylische Verkleidung? Hm? Ist das nicht was? Hm? Sagt mir jetzt nur dazu. Leute, komm. Haut mal raus hier. Was ist denn das hier? Ist das stylisch als Bauarbeiter? So nach Zwiebel am Abend ist Quicken und Allabend. Ja? Mm. Schmackhaft. Schwester, was geht bei dir morgen so? Pflastersteine verlegen. Aha. Guck mal, wie schnell Pflastersteine. Da geht das in Wieler für euch auch so schnell. Guck mal, ich habe mir den Finger geschnipst und da waren die Pflastersteine verlegt. Guck mal, hier auch. Ne? Ich hätte wenigstens noch eine Garage daneben gezimmert. Aber kann ja sein, dass wir das vielleicht hier irgendwie in dem... Ah ne, hier haben wir Bäume hingestellt. Und statt die scheiß Bäume hingestellt, hätte ich den Baum hier hinten hingepflastert irgendwo, ne? Und hätte hier noch eine Garage hingezimmert. Ja? Aber naja, gut. Jeder halt so, wie er es möchte. So. Hätten wir das auch wieder erledigt. Baustelle räumen. Wieso steht ein Radler da jetzt im Weg? Willst du verarschen oder was? Sprich mit dem Vorarbeiter. Der Tank ist fast leer. Ne, ist doch schön. Ist doch schon gang und gäbe. Wo ist denn hier der Vorarbeiter? Wo sitzt der, hockt denn der rum hier? Der? Ah, hier ist er doch, der Strichbolzen. Also im Sorry-Modus. Im Story-Modus des Games kann man wenigstens hier... Na gut, ist der Story-Modus, dann labert wenigstens eigentlich mal einer. Alter, läuft bei ihm. Ja, so sieht das also jetzt aus hier. Na, gucken wir mal hier. Die Bäume, die wir hier gepflanzt haben, die Jungbäume. Na, guck mal, der steht immer noch hier. Kriegen wir den hier noch irgendwie weg? Ah, komisch. Ah, hier. Hä? Hä? Ah, hier. Ja, moin. Okay. Hä? Nanu? Haben sie aber schön gemacht hier, ne? Schönes Häuschen. Muss man mal sagen. Was ist das hier? Hundehütte oder was? Ey, hier haben sie einen kleinen Brunnen hingestellt. Das ist aber, stand aber nicht auf unserer Baugenehmigung mit offen. Und das sind hier die zwei, die das Haus gekauft haben, oder was? Naja. Sag ich mal nichts dazu. Ich hab das Ding doch gerade eben wieder hingestellt. Verarschen die oder was? So. Wollen wir uns mal den Jungbaum da hinten noch holen. Das ist ja alles Geld, ne, was jetzt hier rumliegt, ne? So. Mensch, was macht denn der Trottel da? Hat er schon wieder seinen Ausleger ausgefahren oder was? Hallo? Jetzt? Jetzt steht er auf einmal oder was? Fäbeln? Hm, naja. Steht auf einmal, kapiere ich nicht.
So. Wollen wir uns mal den Baum wenigstens in den Bereich stellen, damit wir hier den mal irgendwie aufladen können. Oh. So. Junge, es muss doch fruchten, Junge. Der Baum muss doch endlich mal hier wieder weg vom Grundstück, Junge. Ist doch alles Geld, was hier rumliegt, Junge. Was kriege ich denn hier schon wieder für Nachrichten? Oh, jetzt hänge ich im Baum fest. So eine Scheiße. Was ist das für Mist? Ja, genau. Willst du mir jetzt erzählen, ernsthaft, dass das funktioniert? Ich hänge ja sowas von dem Baum fest hier. Ja, moin. Scheiße. Achso, ne, wegen dem Ausleger hänge ich, glaube fest da oben. Naja, ist ja nicht so schlimm. Kriegen wir alles wieder hin. Ich habe jetzt irgendwie dezent technische Probleme hier. Aha. So wird so werden heutzutage Bäume verlegt. So. Weh, ich krieg ihn jetzt nicht aufgeladen, Alter. Flipsch aus, Junge. Na komm, mach mal hin hier. Was krieg ich denn hier schon wieder für komische Nachrichten, ey? Was war das denn, Alter? Warum hat die anderen Nein geschrien? So. Ich drauf hier den Scheiß hier. Aber noch ein bisschen was wir jetzt hier zu uns zurückbringen können. Ein bisschen Baumaterial und so, ne? Ja, falsche Richtung.
zu, wo wir wieder zurückfahren, würde ich sagen, wa? Aber erstmal war halt. Erstmal machen wir folgendes, wir bringen erstmal hier den Stau weg, erstmal weg. Alter. Warte mal. Die komische Spielmusik, die gerecht mich gerade ein bisschen auf hier. Stau verursacht, Junge! Na, muss ich das mal bei mir abladen hier, weil das habe ich ja schließlich jetzt gekauft. Das habe ich bei mir, muss ich jetzt mal hier Karte hier mal hin. Junge, soll doch alles gehen in die Zukunft hier, Junge meiner! Mensch, los, gib mir mal Gas, Junge, hier und erstmal Passanten umgefahren! Oh! Juri, das wird doch nicht, Junge! Das hat doch keine Zukunft. Sind sie alle jetzt hier weg oder was, Junge? Was ist denn los mit euch? Ach, das ist doch hier keine Streamerei, Junge. Kein Schwanz am dabei. Hallo, Juri, Su. Schlaft ihr schon alle? Lasst mich einfach hier allein oder was? Ihr spinnt da wohl ein bisschen. Das glaube ich wohl doch nicht. Weg da mit dem Schild, Junge. Boah, kein Mensch, Junge. So eine Scheiße. Nur so drüber hupfe hier. Und rechts lang. Und los geht's hier. Ah, ein bisschen driften mit der Bahnmaschine. Das macht Spaß. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich den Scheiß bei mir abgeben kann. Weil du kannst ja vor Ort, auf Deutsch gesagt, quasi direkt an der Station Sachen kaufen und sowas, ne? Oder du kannst auch sagen, pass mal auf, ne, wie ich jetzt hier zum Beispiel in meinem Fall hier kann sagen, dass ich das hier auf meinem eigenen Gelände irgendwo abkippe und dann halt von da dann halt immer hole. Ne? Das ist natürlich jetzt eine hausinterne eigene Sache. Hier zum Beispiel, ne? Gut, das habe ich jetzt nicht zum Beispiel nicht hingekippt. Hm, hier zum Beispiel liegt halt hier zum Beispiel so Kies, ne? Zum Beispiel, beste Beispiel hier zum Beispiel, ne? Kann ich das jetzt hier zum Beispiel, den Sand jetzt hier auch irgendwo abkippen? Und wenn ich jetzt Sand zum Beispiel brauche, kann ich das einfach sagen, komm hier, wir haben ja was da. Ja. Entweder hier hin, ne, zum Beispiel, oder hier rein. So, wo ich das abkippe, ist jetzt alles Bockwurst. Das ist alles jetzt hier drüben hin zum Beispiel, ne. Wäre auch eine Variante. Aber da ist ja genug Platz hier, ne. Wird doch dann da hinten, wo der Kies ist, das da hinschütten. Da hat man einfach ein bisschen mehr Übersicht und so, ne? Warte mal. Stand jetzt. Zurück. Spiel gerade ein bisschen mein Keyboard, okay? Aber bei YouTube sind ja auch 6 Leute irgendwie die ganze Zeit dabei. Warum schreibt denn der Kanal betreten? Stand nicht irgendwas noch anders gerade? Tue ich das Ding da reinstellen oder was? Das will ich aber nicht. Ich will erstmal hier abladen. Naja, egal. So. Und raub hier den Mist. Lass mich jetzt gerade verarschen. Schüttgut darf nur. Baustellen. Ich bin auf meinem eigenen Hof. Also werde ich ja wohl hier mein Zeug, Warenlager hier, einfach hier irgendwo abladen dürfen. Du hast kein aktuelles Lass. Warenaufgabe, Verkauf, Gewinn, Hof. Keine Lieferkosten, an Baustelle liefern, Materialliste, Welt. Warte mal, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wie geht denn das hier? Baustelle. Fuhrpark, Finanzen. Erstmal gucken, wie das funktioniert.
Weil es gibt halt, wie gesagt, die Mission, dass du es einmal halt direkt an, wie du, an der Station holen kannst, ne? Aber das finde ich ja blöd, wenn du jetzt zum Beispiel um die Ecken Baustelle hast, musst du doch nicht jedes Mal zu der Abladestelle fahren. Und ja. So, wo kann man denn hier? Warenlager. Lager. Liefern an Hof. Dich aufladen. Ausbaustufen. Hilfsarbeiter. Was? Du erhältst Tätigkeit und Unterstützung auf der Baustelle. Hilfsarbeiter erledigt eine Aufgabe auf der Baustelle für dich im Handeldrehen. Du findest Hilfsarbeiter. Firmengelände 2 freischalten. Kredit. Die Bank die bietet dir nun einen Kredit freischalten. Er will hier nicht. Gute Arbeit. Mit den letzten Aufgaben hast du Level S abgeschlossen. Okay. Erfülle den Auftrag des Pentern und der Forschungskampagne, um das Level S abzuschließen. Okay. Parkplätze. Werkstatt. Du besitzt eine eigene Werkstatt und dein Firmengelände mit deinen eigenen. Okay. Ah, freigeschalten bei Level S, ey. Oh. Mechaniker. Kaufen. Hast die Auftraggeber der Stadt sind auf deinen Unternehmen aufmerksam geworden, ab sofort schauen. Okay, also haben wir ja doch noch einiges hier zu tun auf jeden Fall. Hilfsarbeiter. Das ist ja alles hier. Was muss ich denn hier noch freispielen? Mechaniker haben wir jetzt schon. Auftrag Expansionen. Okay, Ausbaustufen. Warte mal, Fuhrpark. Das Auslagern. Auslagern. Wieso habe ich denn die? Hä? Ernsthaft? Ich habe alle Maschinen, die ich jetzt habe. Ja moin, ich miet jedes Mal diese Scheiße, verstehst du? Ich miet jedes Mal die Scheiße und... Oh, das glaube ich wohl doch nicht, ey. Kräne können nicht ausklagen. Alter, jedes Mal, wenn ich mir eine Maschine gemietet habe, habe ich die nicht zurückgegeben und... Das glaube ich jetzt nicht. Die habe ich so, ich habe sie alle eingelagert. Ich habe mir die jedes Mal geliehen. Oh, nee. Jetzt habe ich hier 80 Millionen Baumaschinen oder was? Weil ich sie alle in meinem Lager habe. Fahrzeughalle. Das glaube ich jetzt nicht. Baumaschinenmiete. Das... Deswegen werden die Baumaschinenkosten immer höher. Was? Lappen-TV ist online.
Wäre vielleicht besserer Name mal für meinen Kanal. Vielleicht würde da mal wieder ein bisschen mehr gehen. Ach, scheiße, ey. Das glaube ich doch jetzt nicht. Jetzt muss ich alle Fahrzeuge erstmal wieder zurückbringen, oder was? Ach, nee. Kann ich dir zurückgeben. Gut, du machst das auch jetzt. Zurückgeben. Oh, ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ah, oh, verdammt. Nee, das kann ich noch nicht. Warte mal. Welche? Das weiß ich jetzt nicht. Welches Fahrzeug ist denn jetzt hier? Ah, oh, ey, scheiße. Naja, ist ja immer so, dass nichts los ist. Ich weiß ja nicht, was mit dem scheiß Dreckskanal hier los ist, warum hier nichts mehr los ist. Ich habe hier ja Videos hochgeladen in den letzten Tagen, die haben 10 Aufrufe, wenn überhaupt. Das kotzt mich ja selber an. Deswegen muss mal ein bisschen mehr geschrieben werden hier, dann kommen wir vielleicht mit ein paar Zuschauer hier, wa? Stehst du? Ich habe die ganzen Fahrzeuge. Nur Schrott. Kurz bevor du reingekommen bist in Stream, also vorhin, wo ich, hatte ich den Titelname anders genommen gehabt hier, da hieß das Sotifa Live hier, was spielen wir? Da wurde sich Bau, Simulator, ich sag jetzt mal gewünscht und so. Jetzt habe ich sie alle wieder fertig. So, da wurde sich Bausimulator gewünscht. So, von daher habe ich das dann auch gezockt gehabt, ne? So, es geht erstmal die ganze Kohle halt ab, ne? Was gibt's denn nicht, ey, hier? Wieso muss ich denn jetzt hier? Ich will den Scheiß hier abladen. Schüttgut dürfen nur an Baustellen und Kieswerk abgeladen werden. Ist es doch scheißegal, es ist doch mein eigener Hof. Ich will doch die Scheiße da betreten. Also das war das, okay. Ich würde hier meinen eigenen Scheiß hier wenigstens mal abladen, ey. Meine Fresse. Außerdem sind ja die ganze Zeit 6 Zuschauer dabei. Schreibt dir nur keiner. Halt doch die Fresse jetzt hier. Ich will den Scheiß hier jetzt abladen hier, ne? Warenlager. Fertigkeiten. Kann ich hier irgendwas verbessern? Verfügbare Fähigkeitsstunden, eine nur. Asphalt, Bagger, Krangeschwindigkeit hier. Ja, das machen wir mal. Gut, perfekt. Ich bin betrunken. Ah ja. So ein Ding ist das also. Na, ich spiele das, worauf ich Bock habe. Ne? Wenn meine Themen halt langweilig sind, ist ja richtig, es kann schon sein. Ich meine, wer guckt sich Großbausimulator oder sowas an, ne? Aber, ich könnte auch jetzt eine Runde GTA spielen, aber da wäre genauso viel los. Verstehst du, was ich meine? Oder wo ich auf der PS4 öfters jetzt mal, oder das heißt öfters, mal ganzen Tage lang mal GTA gespielt habe, aber auch groß nichts los. Ich meine, könnte ich auch machen jetzt, ne? Ich meine, speichere ich und gehe in GTA rein, oder wirst du auch sehen, dass da halt auch erstmal nicht viel los ist, ne? So, und GTA RP zum Beispiel habe ich noch keinen passenden Server jetzt gefunden. So, und ich will ja auch in diesen Spielen, die mich interessieren, wie zum Beispiel jetzt hier dieser Bausimulator, will ich ja halt auch weiterkommen, ne? Weil ich daran Spaß habe an diesen Simulatorenkram. Klar gibt es vielleicht Leute, die das nicht interessieren, aber, ne? Ich sehe so viele Videos von Landwirtschaftssimulator, von Bausimulator. Wenn ich bei TikTok oder bei YouTube Shorts manchmal gucke, haben die Leute, keine Ahnung, 20.000 Aufrufe, also hier Likes hier dann, ne? Oder 10.000, 5.000, 3.000, 2.000. Nur ich immer habe immer nichts. Wisst ihr, wie mich das ankotzt? Ja, aber ja, mit dem Auto, da frage ich ja letztendlich nur die Leute, nur letztendlich, was sie hauptsächlich sehen wollen, gerade wegen dieser Abonnentenscheiße. Ich brauche ja dann hinterher nichts zu machen, was die Leute dann hinterher nicht sehen. Ne? Ich stelle mich dann vielleicht hin, nehme irgendwas auf, schneide das, mach das und hinterher interessiert es keinen. So, und deswegen, ne, so, vor allem mit was für ein Hingehalte.
Ja, wieso ist denn da jetzt auf einmal Licht an? In der Bude. Ja. Wo lade ich denn jetzt den Scheiß ab? Befüllen könnte ich nur. Ich will ja nicht befüllen, ich will den Mist hier abladen. Also ich habe irgendwo gesehen gehabt, dass man das hier auch machen kann. Wo kann man denn das abschütten? Kampagne, Aufträge, letzter Job, aktive Jobs, Firma, Profil. Gibt's doch nicht, das muss ich doch hier irgendwo. Baustoffhandel, nee. Hier, Bauhof. Was ist denn das denn hier? Ah, hier steht noch meine Zugmaschine. Hey, lol. Gewerbegebiet, Hafen. Hey, ich hatte doch auch irgendwo einen Punkt mal gelesen gehabt, wo man das auch selber abladen konnte. Wo man selber die Sachen halt, ja, Bunker. Da muss ich auch regelmäßig Videos machen. Da muss ich regelmäßig auch irgendwo immer was Neues haben und nicht Sachen, die vielleicht schon irgendjemand gemacht hat. Und wenn, dann bestimmt nicht auf diesen Kanal, weil diesen Kanal habe ich angefangen hauptsächlich. Ich will nicht stinkreich werden. Ich will daran Spaß haben. Ich will die Leute, sage ich jetzt mal, mit dem, was ich da mache, unterhalten. Das ist der ganze Hintergrundgedanke. Und nicht damit reich werden. Das ist gar nicht mein Aspekt dahinter. So, und selbst wenn, würde ich das nicht auf diesem Kanal hier machen, weil dieser Kanal ist ja hauptsächlich dazu entstanden, halt für die ganze Gaming-Scheiße. Ich habe ja damals angefangen, GTA live zu streamen, da meinen Blödsinn zu machen. Zwischendurch habe ich auch mal paar Videos zu irgendwelchen Scheiß gemacht, was ich mir neu gekauft habe oder so. Aber hauptsächlich, gut, zwischendurch auch mal hier ein paar Bunker-Scheiß. Aber wenn du so angucken tust, was so die Bunker-Videos oder diese Sachen da, Lost Place und so, an Aufrufen gemacht haben, das ist halt auch nicht so das Wahre vom Ei. Das ist besser auf einen separaten Kanal, weil dann YouTube das besser kategorisieren kann, was wie wo welcher Kanal, ne? Weil der Kanal ist hier unter Gaming drinne und wenn jetzt einer danach hauptsächlich sucht, ne, unter dieser Kategorie, wird er das Video nicht finden, weil der ganze Kanal unter Gaming drin ist und nicht unter zum Beispiel, keine Ahnung, Unterhaltung oder Menschen und Blogs oder was auch immer diese Bunker-Videos dann gelistet werden von YouTube. So, aber da brauche ich auch trotzdem, es bringt mir ja nichts, ein Video zu machen, so, und dann, ne, so, ich brauche ja auch aktive Fakten und irgendwie sowas, ne, immer nur quasseln und irgendwo mich hinstellen mit einem Video, bla bla bla, vor allem, das sagst gerade du schreibst mir jetzt das in die Kommentare rein, was wir vor ein paar Tagen in WhatsApp hatten, wo ich zu dir gesagt habe, fahr doch da einfach irgendwo hin und mach doch das selber einfach mal so ein paar Videos, ne. Professioneller aufziehen. Wozu? Das ist das, was mein Vater zum Beispiel immer sagt. Diese ganze professionelle Scheiße, das will keiner mehr gucken. Da kannst du auch keine Ahnung, hier RTL 2 oder irgend so hier irgend so eine Reportage-Scheiße anmachen, wenn du was Professionelles haben willst. Die Leute, da muss ich meinem Vater sogar recht geben, wollen diesen ganzen professionellen Scheiß in Anführungsstrichen gar nicht mehr sehen. Ne, wie der Klappspaten, der hat einfach nur ein Handy, ein bisschen Ton, fertig, das reicht. Mehr hat er nicht zum Aufnehmen. So, und mehr brauchst du in der Regel auch nicht. Nur, dass die Leute was sehen können, dass der Ton passt, mehr nicht. Und man kann in dem, der Inhalt ist in dem Video interessant. So, wenn du irgendwo was aufziehen willst oder was machen willst, da kommt es nicht auf die Qualität drauf an, sondern der Inhalt deiner Videos ist erstmal interessant. Warum schauen dich denn die Leute? Warum machen denn, ne? Was nützt dir die, ich kenne Leute, die haben die, keine Ahnung, 5000 Euro Kamera mit 2000 Euro Objektiv und sowas, ne, die machen professionelle Fotos, Videos etc., sag ich jetzt mal, also wegen Equipment-mäßig und so, und die Aufrufe haben 10 Aufrufe, da kann ich auch mit einem normalen Smartphone durch die Gegend rennen, auf Deutsch gesagt, und die Videos aufnehmen, da habe ich denselben Effekt.
Du hast 10 Videos im Vorlauf. Na, dann mach doch mal. Dann zeig doch mal. So, aber ich kann doch nicht den ganzen Tag irgendwo auch im Wald rumlatschen. Das ist wieder das andere. Ich muss ja ein bisschen gucken wegen meinem Kind und so. Du, ne, das verstehst du, hast du wahrscheinlich vergessen. Wo lade ich denn jetzt den Scheiß hier ab eigentlich ab? Ich will... Was habe ich denn hier? Gewerbegelände. Hä? Ah, hier sind die Aufträge jetzt neuerdings auf der Karte. Das war vorneweg auch noch nicht. Dass du hier die Aufträge auf der Karte hast. Du hast, das ist damals nur die Sachen auf der Karte, die du halt wirklich gebraucht hast, ne? Was? Fertigwandfabrik. Achso. Aha, sehr interessant. Ey, das habe ich doch schon mal gemacht gehabt hier, oder nicht? Egal, wo kippe ich denn jetzt den Scheiß ab? Muss ich ja doch wieder... Ach, verdammt. Muss ich halt doch wieder... Karte, muss ich doch halt wieder hier hinreisen. Steinbruch, Schnellreise. Ja, wenn die in die Schule geht, dann habe ich sicherlich andere Sachen. Du weißt ganz genau, wer mit denn, was dann wieder passiert, wenn die in die Schule geht. Ne? Da kann ich ja nicht sagen, ach, das ist über bei solche privaten Sachen oder so in der Hinsicht zu, sage ich jetzt mal, zu quatschen, ist halt bei sowas dann halt blöd. So, wo kann ich jetzt den Scheiß hier abladen? Und klar kann man die freie Zeit ja nutzen, das ist richtig, ne? So, hier glaube ich, warte mal. Kann ich das hier abladen? Ah. Und das weiß ich selber. Hey, bist du denn verarschen jetzt hier? Steht doch hier am Kieswerk, bist du behindert oder was? Ich bin am Kiesberg. Verdammt. Ja. Hier vielleicht, oder was? Ja, hier ist... Das ist ja Beton-Dingsbums, der Scheiße hier. Ja, Beton ist auch schon... Also hier ab. Muss ich hier abkippen. Ja, hier ist Kies. Muss ich es halt hier abkippen. Ah, okay, habe ich auch wieder Geld gekriegt, okay. Sehr schön. So. Dann, warte mal. So, 7 Zuschauer hier, aber keiner da schreibt oder was? Wie soll ich denn das verstehen? Na, text doch mal dann nein hier. Noch nicht so schlimm. Ne?
vor allem an Orte mit nicht sichtbaren Fakten. Darfst du ja nicht vergessen, ne? Ich habe auch noch immer noch ein Autokanal, wo ich ja auch regelmäßig was machen muss, wo ich ja dann auch immer ständig irgendwie ein Video schneiden muss, aufnehmen muss und so weiter und so fort, ne? Da kann ich das auch nicht einfach in die Ecke schmeißen. Da habe ich ja auch jetzt seit 2020 dran rumgeackert, dass ich da überhaupt jetzt mal zu dem komme, was ich jetzt habe, ne? Und dass ich da wenigstens ein paar Leute habe, die den Scheiß da gucken, machen, tun und, ne? Und so, ich meine, das ist ja auch nicht, wie komme ich denn jetzt wieder in dieses komische Menü hier rein? Firma, hier. Ist ja auch nicht, dass ich mal eben also sagen kann, ach, naja, na, gell? Ich habe jetzt andere Interessen, macht mal, lasst mich mal in Ruhe so ungefähr, ne? Es kommt jetzt erstmal 2 Monate kein Videos, weil ich auch noch weit beschäftigt bin. Ne, ich muss ja auch irgendwie gucken, dass ich selber in der Birne nicht kaputt werde oder durcheinander werde, weil da was machen, dorthin rennen, dahin rennen, dort Video machen, dorthin rennen, da irgendwelche Fakten zusammen machen und recherchieren und machen und tun. Dann willst du aber auch gleichzeitig das noch machen. Man kann nicht 10 Sachen gleichzeitig machen, das darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Da muss ich ja, muss da noch was gemacht werden, da muss ich noch da Termine einhalten. Verstehst du, wie ich es meine? So. 2000 hier. So, und dann, wenn man dich mal was fragt, siehe wie die letzten Male, ach, naja, jetzt komme ich nicht, jetzt kann ich nicht, und ach, nee, ich habe es mir doch anders überlegt. Oder wie es eine Mal, wo ich dich gefragt habe, hast du mal ein Stündchen Zeit schnell, nur mal schnell was kurz mitmachen, musst nicht viel machen. Ja, da wird ich jetzt noch da oben stehen und wird warten. Ja, und auf sowas ist dann auch scheiße. Da verlässt man sich dann auf irgendwas und dann kommt keiner und ich würde jetzt noch da oben stehen und würde quasi warten. Wisst du? Da mache ich dann lieber in der Hinsicht das Ding dann da alleine und da ist gut. So, und das muss man, dazu muss man ja aber auch Lust haben. Wenn man dann einfach auf Krampf und auf Zwang, weil andere Leute das wollen, dann irgendwas machen und dann einen Ansporn, ey komm, lass mal Bunkervideo drehen. Na, ich meine, dann wird das auch nichts, weil die Leute dann merken, ey, der macht das nicht aus Leidenschaft, wie es mein Vater immer so schön sagt, aus Lust, aus Leidenschaft, sondern er macht's aus Zwang. Ne? So, und ich habe halt in der letzten Zeit halt manchmal einfach nicht den Kopf für so einen Kram, da irgendwo rumzukriechen, irgendwas zu recherchieren oder irgendwas zu machen. Jetzt seit 2 Tagen oder 3 Tagen habe ich schon wieder ein bisschen Bock, seitdem ich da runtergelatscht bin und da, ne, mein Vater mir die Sachen da erzählt hat. Mit den Baracken da habe ich wieder ein bisschen Lust bekommen, aber auch, weil es mich persönlich gesehen selber interessiert. Und wenn mich irgendwas selber nicht interessiert, dann mache ich dazu auch kein Video oder irgendwas. Weil dann die Leidenschaft dann weg ist. Und das ist ja halt der Hauptpunkt, warum man das machen sollte, weil man Leidenschaft dran hat und nicht an 10, 5, 6, 7 Punkten machen. Und das eine Video habe ich jetzt schon fertig gemacht. Das ist schon fertig, das muss von YouTube noch in 4K hier hoch gerendert werden. Und wenn das Video dann in 4K hochgerendert ist, habe ich das zweite angefangen, was ich an dem Tag gefilmt hatte, wo ich da mit den Einmann-Bunker da und so. So, und dann nehme ich mir das zur Brust und schnippel da was. Und wenn da noch was fehlt, drehe ich das danach. Und so will ich halt dann so ein bisschen anfangen. Ne? Aber das mache ich bestimmt nicht auf dem Kanal hier. Die Videos, die hier drauf sind, sind sowieso, da überlege ich sowieso noch, was ich da mache. Weil der Kanal ist sowieso irgendwie total komisch hier gerade. Keine Aufrufe, gerade aktuell auch keine Leute. So, ne? So, und jetzt sind irgendwie komischerweise 7 Leute da, aber keiner schreibt, wo ich mehr Sachen tue. Warum klötzen die Leute dann zu, wenn da nicht mal einer mal Hallo reinschreibt? Das ist ja nicht viel verlangt. Aber egal, ich will jetzt nicht nur nölen oder meckern oder irgendwie was, ne? Sondern, ne? Und dazu muss man ja auch ein bisschen dann, ne, wenn man halt den Kopf gerade voll hat, weiß selber, wie es ist. Und dann hat man natürlich auch keine Lust, da irgendwo hinzulatschen und dann noch stundenlang irgendwas zu recherchieren, wenn man erstmal selber nicht weiß, wo man anfangen soll, weil der Kopf voll ist, der Kopf nur noch die ganze Zeit am Nachdenken ist, am Machen ist, am Tun ist, weil, ach, das muss ich nochmal und da muss ich nochmal hin, da muss ich nochmal hin, da hast du nochmal einen Termin, da hast du nochmal einen Termin, dort musst du machen, ach, wie mach ich das nochmal mit der Schule, wie mach ich das da nochmal, ne? Das sind ja auch so Sachen, die mich beschäftigen, wo ich keinen habe, wo ich sagen kann, ach, mache mal für mich. Das sind ja auch Sachen, die muss ich als erstes haben. Ich muss ja als erstes, da muss die Bude ja auch noch gemacht haben, ne? Wo ich auch immer noch Sachen habe und wo ich sage, ach, das gefällt mir nicht, da muss ich nochmal ran, da muss ich nochmal an Vermieter eine E-Mail schreiben und nochmal anrufen und dann nochmal nachgehen, so. Verstehst du, was ich meine?
Ich will mich ja nicht mit dem ganzen Scheiß irgendwie überfordern und dass es dann irgendwann mal so überhand nimmt, dass ich überhaupt gar keinen Spaß mehr habe an weder an noch irgendwas, weder an Bunker noch an Auto noch an Gaming. Ich habe jetzt schon die letzten Tage überhaupt gar keinen Bock mehr gehabt, überhaupt irgendwas hier zu zocken, überhaupt ein Video fertig zu machen oder sonst was. Hatte ich überhaupt gar keinen Bock. Ich habe mich lieber hingesetzt und eine Serie geklotzt, anstatt hier irgendwas Livestream-mäßiges zu machen. So, machen wir hier mal einen schönen Parkplatz jetzt hier. Auch auf der anderen Seite, weil ja einfach die Lust weg ist, weil ich jedes Mal hier da sitze, mache Alleinunterhalter, sitze hier 2-3 Stunden oder noch länger, zock hier und keine Sau interessiert's, ne? Was heißt denn mit meiner Auto? Habe ich deinen Kommentar erstmal gelesen, mit deiner Autorotze, die nicht länger als 2 Monate fahren. Willst du mich verscheißern? Der Golf, wo ich den fertig gemacht habe, ist die 2 Jahre lang gefahren. Der ist 2 Jahre lang gefahren. Also, was heißt denn 2 Monate lang? Hä? Der Caddy zum Beispiel, der fährt auch immer noch, wo ich von dem das Getriebe gemacht habe. Der fährt auch immer noch durch die Gegend. Also, das ist jetzt wieder eine Aussage, die haut ja überhaupt nicht hin. Ich meine, es gibt am Golf hier und da noch was zu machen, das ist richtig, ja. Moin, es gibt am Golf noch was zu machen, noch zu erledigen, beispielsweise zu verbessern. Aber ich habe von Anfang an gesagt, der Golf ist nicht perfekt. Den Golf habe ich damals nur so gemacht, dass ich auf das Ding TÜV gekriegt habe. Wisst ihr, dass ich auf das Ding TÜV gekriegt habe. Und dann die ganzen anderen Sachen wollte ich dann nach und nach machen. Aber ich habe ja dann nach und nach nichts mehr gemacht. So, wenn du dann nicht dranbleiben tust und die Sachen von vornherein schon ordentlich machst, ich habe sie nur so gemacht, dass er TÜV kriegt. Ne? Also nur die Verschleißteile machen und dann habe ich das Billigste meistens vom Billigsten genommen, weil halt in meinem Kopf ein Fragezeichen war, kriegt der überhaupt TÜV, kriegt der keinen TÜV. So, und dann habe ich gesagt, okay, nimmst erstmal die billigen Bauteile. So, und wer billig kauft, kauft da einfach nochmal zweimal. Das ist halt nur mal ein Risiko, zumal es ist ein altes Auto, aber man sieht, dass ich was gemacht habe. Verstehst du wie? So, und wenn dann halt so Sachen wie zum Beispiel ein Hitzeschutzblech kaputt geht oder das Thema mit dem Motor, da kann ich ja dann nichts dafür, wenn ich von anderen Leuten, auf Deutsch gesagt, auf die Schippe genommen werde. Ich kann ja nicht in die Bauteile reingucken, kann sagen, ah ja, das ist ganz, der Verkäufer hat mich nicht verarscht. Woher soll ich das vorneweg wissen? Das kann man dann nur wissen, wenn man dann halt diese Sachen ausprobiert, wenn man sie im Komplettpaket kauft, ne? Und nicht aus der Ecke kauft man Motor, aus der Ecke hat man Kabelbaum gekauft und aus der Ecke da hinten hat man ein Steuergerät gekauft. Jetzt mal so als Beispiel. Du tust ja auch nicht in den Laden den rechten Schuh kaufen und den anderen Laden linken Schuh. Ne, du kaufst ja wenn dann auch das Paar. Nur so, da muss man ja immer gucken, wo ist das beste Angebot, wo guckt man, wo macht man. Also das ist ja eine Aussage wieder. Und so, und das ist nun mal ein altes Auto, das ist ein 30 Jahre altes Auto, das ist kein Neuwagen mehr, da kann man auch kein Neuwagen erwarten. Und selbst wenn, müsste man viel mehr, investieren, sage ich jetzt mal so, dass selbst dann wird es nicht mal ein Neuwagen werden oder den Aspekt haben, dass nicht irgendwelche in 2 Monaten wieder irgendwas dran ist. Du hast immer irgendwas an dem Auto zu machen. Das ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich das neu gemacht, jetzt hält das 100 Jahre. Das ist nicht der Fall. Das darfst du auch mal nicht vergessen, ne? So. Erstmal wollen wir hier den Auftrag annehmen. Zack, zack. Das darf man auch nicht vergessen. So, und mein Vater ist ja auch sehr skeptisch bei solchen Sachen, ne? Der hat auch zu mir gesagt gehabt, naja, weil ich gesagt habe, ah, das gefällt mir nicht, dies gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, da würde ich nochmal machen. Hat er auch zu mir gesagt, pass mal auf, mach eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Eins nach dem anderen, dass du dich A, nicht übernimmst, B, dir das nicht zu viel wird mit der Karre und C, dass du dann nicht hinterher sagen tust, ah, scheiße, schmeiß den Dreck in die Ecke. Ne, ich reg mich nicht über solche Leute auf, die Person kenne ich privat. Deswegen. Ich reg mich nicht darüber auf, ich sage einfach nur meine Meinung letztendlich, ne? Auch wenn es vielleicht darüber kommt, als ob ich mich aufrege. Will ich aber gar nicht, ich will es halt nur einfach nur gesagt haben, ne? So. Das ist halt einfach so. Ein 30 Jahre altes Auto kann man halt nicht machen. Man kann halt vielleicht, dann wenn man es dann einmal... Ich habe es halt zu dem Zeitpunkt halt halbherzig gemacht. Das ist das, was mir jetzt auf die Füße fällt.
Aber man darf auch nicht vergessen, ich hatte ein Fragezeichen im Kopf, weil ich nicht zu 100% wusste, kriegt das Auto TÜV oder nicht. Was nützt es mir? Das ist genauso das, was ich immer wieder sage. Wo Leute zu mir geschrieben haben, ey, mach doch erstmal den Lack. Ja, was nützt mir der Lack in der Garage? Was nützt mir, wenn die Karre blitzt und blinkelt und schön ist in der Garage? Wenn das Ding aber keinen TÜV kriegt, da kann ich nochmal so schön den Lack machen, die Karre lackieren und oh, Folie hier, Folie da. Was nützt mir das, wenn die Karre dann aber nicht fährt? In der Garage das Tor aufmachen und dann mir das Auto angucken, nützt mir nichts. Ne? Das ist das, was immer Leute auch meistens immer nicht verstanden haben, wenn ich dann gesagt habe, Leute, ich mache erst die Verschleißteile. Die Verschleißteile sind mir wichtig, dann mache ich erst den Rest. Ne? So. Und da habe ich halt einfach nur das Billigste vom Billigsten genommen. Billige Radlocker für 20 Euro oder Tragelänge, Spurschonköpfe, die 10, 15 Euro gekostet haben. Da darf man aber hinterher auch nicht erwarten, dass das 100 Jahre hält. Und in der heutigen Qualität hält das Zeug eh nicht lange, egal ob du billig nimmst, teuer nimmst oder sowas auch immer nimmst, ne? So. Ich meine, ne? Das ist halt einfach nur mal so. Sehe eigentlich bei Twitch wieder was los? Ich sehe noch keine Kommentare. Das ist halt einfach nur mal so. Und ich habe halt damals von Anfang an gesagt, ich will erstmal nur TÜV. Wenn er TÜV bekommen hat, mache ich die anderen Sachen. So. Aber ich habe ja dann nicht mehr weitergemacht, weil ich dachte, okay, du bist jetzt erstmal fertig. Es war meine Blindheit, meine Dummheit, meine, sage ich jetzt mal, Ignoranz, wie auch immer. Und das ist das, was mir jetzt wiederum auf die Füße fällt, warum ich jetzt nochmal auf Deutsch gesagt, alles nochmal von vorne anfangen muss. Ne? Weil ich mir sagen tue, okay, hättest du es gleich richtig gemacht, hättest du zum Beispiel gleich die Achse rausgenommen, komplett entrostet, komplett den Tank rausgenommen, das alles schicki schön gemacht und dann erst, wenn du alles 100% in Ordnung hast, ne, dann erst wieder rein, wenn der Tankdeckel geschweißt ist und. Ne? Man fängt ja auch nicht an, zum Beispiel, man will einen Schlüpfer ausziehen, ne? Man zieht einen Schlüpfer aus, hat aber noch die Hose und die Strümpfe an. Macht man ja nicht. Das zieht man, und die Schuhe. Man zieht ja erst die Strümpfe aus, dann erst die Schuhe, dann die Strümpfe, dann die Hose oder andersrum. Schuhe, dann die Hose, dann zum Beispiel die Strümpfe und dann die Buchse. Ne? Zum Beispiel. Und nicht irgendwie andersrum. Ich habe es aber so gemacht, dass ich erstmal so für mich sagen kann, okay, es ist erstmal gemacht. Die kaputten Sachen, weil das Ding war ja eine Vollkatastrophe, ist erstmal in Ordnung. Und das habe ich für mich gemacht. Für niemand anders. Für mich. So. Ich muss ja auch eine Schnellreise machen, nicht Depp, ne? Sonst wird es natürlich nicht. Schnellreise. Da können mir nochmal 100 Leute sagen, schmeiß das Auto weg, mach dies nicht, mach das nicht. Es ist mir aber egal. Ich mache das für mich. So, wenn ich für mich was mache, weil ich dran Spaß habe, auch mal den Leuten hier den zu zeigen, auch wenn es nicht perfekt ist. Ist richtig. Ja, und? Ja, und jetzt schreibt er nämlich darauf gar nichts mehr. Das ist ja wieder vollkommen klar. Er hat schon gedacht, es kommt nichts mehr, dass ich es nicht lese. Ich muss hier kommentieren. Ach, kommentieren, lenken. Warte mal. Hier war das. So, erstmal an der Baumaschine rumrütteln. Also man kann dann einfach nicht verlangen, dass die Teile, wenn man billig kauft, kauft man einfach nur. Das ist in allen so, ne? Und das ist das, warum ich mir jetzt nochmal sagen tue, ich will ihn jetzt nochmal schön machen. Beispielsweise jetzt nochmal, deswegen steht er jetzt in der Garage drin, deswegen habe ich mir jetzt erstmal ein anderes Fahrzeug geholt als Daily. Gut, das sind vielleicht auch erstmal noch Kleinigkeiten vielleicht zu machen, aber das ist mehr so optisch, so für mein Gefühl, damit ich halt mich auch mit dem Auto wohlfühlen kann, ne? So, und es ist halt immer wieder irgendwo ein Video, ne? Content. Und diesen Content nehme ich in jeder Hinsicht mit. Egal, ob ich noch 20 Mal da Buchsen wechseln muss. Egal, ob ich noch 100 Mal da eine Spritpumpe ausbauen muss. Es ist mir Bockwurst. Weil es ist jedes Mal wieder Content. Es ist jedes Mal wieder was Neues. Klar, es ist auf der einen Seite immer dasselbe.
Weil die Leute dann irgendwann mal sagen, ja, jetzt macht er schon zum 20. Mal die Spritpumpe oder zum 20. Mal das. Ne? Ist irgendwann mal langweilig. Aber wenn ich das Thema abgehakt habe für mich, die Mängel sind beseitigt für mich, aber wo muss ich überhaupt hin? Dann, ne? Dann, Wo muss ich jetzt überhaupt hin hier? Ja, moin. Wo ist denn der Auftrag? Verarschen? Ah, hier. Da ist es. Aha. Mach mal. Bin ich schon... Hey, das soll jetzt nicht dein Ernst, dass ich wirklich dran vorbeigefahren bin. Hallo. Warum fahre ich denn eigentlich jetzt hier rüber? Bin ich blöd oder was? Ach, mach ich jetzt hier eine schnelle Reise. So, wer ist denn jetzt hier eigentlich noch am Zuschauen? Ist jetzt hier noch derjenige noch da oder was? Oder nicht oder doch? So. Erstmal Licht an hier in der. Erstmal eine Orgel auflegen. So, dann das. Dann das hier. So. So. Ist auch da gar noch mehr was oder was? So. Das ist ganz schön laut hier auf meinen Ohren. Und für den Rest der Chat dazu muss ich ja noch sagen, die Videos und das, was ich jetzt so gemacht habe, haben mich ja überhaupt zu dem Standpunkt gebracht, wo ich ja jetzt bin mit dem Kanal, ne? Mit den Videos, mit den Schweller-Videos, mit dem, was ich ständig an der Karre gemacht habe und. Das habe ich ja nicht gemacht gehabt. Oder da bin ich ja nicht hingekommen, weil ich den ganzen Tag irgendwelche, keine Ahnung, durch die Weltgeschichte gefahren bin oder so, ne? Sondern das ist ja da entstanden, weil ich halt diese ganzen Sachen gemacht habe, weil ich gesagt habe, pass mal auf, ich mache das, ich schmeiße das Auto nicht weg, ich möchte das Auto an meinem Leben erhalten, fertig. Und dafür habe ich auch meinen Respekt bekommen, dass ich gerade in der Zeit, gerade in der heutigen Zeit, bei jeder, am besten bei jedem Ölwechsel, auf Deutsch gesagt, schon die Karre wegschmeißt, habe ich halt gesagt, nö, nur weil das Ding jetzt das alles kaputt hat. Klar ist es wirtschaftlich eine total Vollkatastrophe. Aber was hätte ich denn dann für ein Content, oder für Videos machen können, wenn ich einen ganzen Tag, jeden Tag, jedes neue Video, in jedem Video vorstellen, ich habe ein neues Auto, wird auch langweilig, ne? Wo ich nichts dran mache, das ist auch irgendwie Blödsinn. Oder immer nur rede, ach, ich mache das neu, ich mache dies neu und dann hinterher kommt nie was auf den Kanal, ne? Von Schwellerschweißen oder von irgendwas anderem. Das ist ja genauso, ne? Ich bin ja dahin gekommen, wo ich jetzt bin mit den 1000 Abonnenten auf den anderen Kanal, weil ich diese Sachen gemacht habe, weil ich mir irgendwelche Schrottbuden geholt habe, wo ich verarscht worden bin, die eine Vollkatastrophe ist, die jeder andere weggeschmissen hätte und so. Deswegen bin ich ja da, wo ich jetzt bin. Auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, was ich gemacht habe oder auch keine perfekten Arbeiten waren. Was weiß der Geier? Ist mir alles Jacke wie Hose. Das ist ja das, warum ich das so, ne? Und wo ich auch von vielen Leuten Respekt bekomme dafür. Und das feiere ich viel mehr wie irgendwelche Scheiß-Videos, ne?
Weil Respekt hat, habe ich so von der Hinsicht von solchen Sachen bis jetzt noch nie gekriegt gehabt. Immer nur dumme Kommentare, dumme Sprüche, ach der Pfeifenwichs, das kriegt da eh nicht hin und so ein dumm Scheiß. Ja, da ist zu blöd, einen Reifen zu wechseln, auf Deutsch gesagt. Da will der sowas machen. Ha, 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 ha. Ne? Und andere diverse dumme Sprüche, die schon eher schon wirklich ins Persönliche gegangen sind. Und ich bin halt leider so ein Mensch, ich nehme mir halt solche Sachen leider zu Herzen. Ne? Und ja, ne? Aber naja, es hört mir ja eh wieder keiner zu, weil es schreibt ja auch gar keiner mehr was hier. Ich mache ja wieder alle die ganze Zeit Alleinunterhalter, von daher höre ich jetzt auf mit dem Thema. Also artet das nämlich wieder aus, dann rede ich wieder 5 Stunden von irgendwas und dann, naja. So, was wir jetzt hier eigentlich machen, wir stellen hier einen Parkplatz auf. Ne? Wir machen die Grundvorrichtungen für einen Parkplatz. Wir müssen hier die Oberfläche abtragen, wie man sehen kann. Das dauert natürlich ein paar Minütchen hier. Ist natürlich nicht in einer Minute gemacht. Wenn man dann immer Schicht für Schicht abtragen muss, wie man hier schön sehen kann. Rückwärtsgang. Wir wollten da Rückwärtsgang jetzt nicht rein. So. Sagt er gar nicht mehr, oder was, der Klon? Das ist ein Klon, ey. Kriegst du erstmal Fettsäck hier bei WhatsApp. Und jetzt erzählst du nichts mehr, du Grabuster Klaus, oder was? Jetzt bist du sprachlos, oder wie? Jetzt kommt nichts mehr von dir, oder wie? Ist die Sprache verschlagen oder so? Bist du jetzt vom Stuhl gefallen oder wie? Junge, Junge, Junge. Naja, immer dasselbe. Sieht man ja gar nichts in dem Ding hier. Gar nichts in dem Scheißhaufen hier. Muss man die Außenperspektive nehmen.
So. Stellen wir den erstmal hier drüben hin. Den werden wir bestimmt nochmal brauchen. Dann steigen wir mal aus und besorgen mal unseren... Steht der noch hier oder was? Ja, da steht mein... Wo ist denn hier mein... Mein Radlader, da müsste glaube ich da noch stehen. Radlader sag schon mein. Sag schon so schön. Ja, hier steht's ja noch, ne? Den müsste ich wieder mal hier hinbringen. Schnellreise. Naja. Gar nicht geguckt, was ich jetzt brauche. Pflastersteine, glaube ich, nochmal, gell? Schüttguttransporter und Palette Pflastersteine, okay. Dann werde ich erstmal die Sachen schnell zu meinem eigenen Dings bringen. Zu meinem eigenen Hof, genau. Werde ich den Graben da abladen. Was ich nicht brauche, werde ich da abladen. Den Rest werde ich aufgeladen lassen. Weil hier hatte ich ein bisschen zu viel gekauft gehabt. Auch das werde ich halt einfach in meinem Lager eintun. Und dann habe ich da auf jeden Fall immer mal was am Start. Und genau. Jetzt müssen wir hier schnell langkuschen. So, ist denn jetzt hier eigentlich noch jemand da, Leute? Meldet euch mal. Okay. Dazu bin ich gerade eigentlich eben in eine andere Richtung gefahren. Ja. Ja, moin. Kann man ja auch mal auf jeden Fall mal machen, ne? Naja, umso besser. Ja, laden wir erstmal den Gramm dann da ab, was wir nicht benötigen, wie gesagt. Und dann... Oh, da ist ein goldener Hammer, sehe ich gerade. Ja, moin. Ich habe schon den noch nicht eingeladen. Kann ich den Scheiß jetzt hier abladen? Dann stellen wir hier mal drüben den Mist hin. So, lass mal schnell den Scheiß mal hier umladen. Das brauchen wir erstmal nicht hier. Ich sehe nicht, wo ich mir meinen Kram hinlade. Zuerst mal den... Ja, müssen wir erstmal den Kram erstmal wieder einladen hier, also, ne, einfahren, dann müssen wir hier wieder drehen. Kann jetzt ein bisschen dauern kurz. Und die Rohre brauche ich, glaube ich, auch erstmal nicht mehr. Was meinst du? Moin Moin erstmal an dich. Was meinst du, oder soll das so? Schreibfehler, was inwiefern? Was meinst du jetzt?
Oh. Angeeckt, Junge! Also, ich mache mir jetzt meine Chinanudeln. Ne? Erstmal deine Chinanudeln. Ah, die Pflastersteine, die brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, Bauleiterin, weil es in dem Game auch gewisse Bauleiterinnen gibt sozusagen, also die den Auftrag sozusagen vergeben. Und, ne, also was da gleich, kann ich dir dann einmal zeigen. Die gibt es da in dem Game und deswegen. Also die, wo ich quasi die Aufträge annehme sozusagen. Ne, die sagen, tut pass mal auf hier, wir haben heute hier im Haus dort und dort zu bauen oder da eine Lagerhalle hinsetzen oder so. Da gibt es ja verschiedene Sachen, kann ich dir gleich mal zeigen, warte. Ja, hier gibt es ja so verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt hier gerade hier das. Angebote wäre zum Beispiel in der Kampagne hier zum Beispiel, ne? Das hier erneute Energien zum Beispiel, erneuerbare. Oder hier zum Beispiel, das ist auch eine alte, ne? Und da können wir quasi dann unsere, das meine ich damit, ne? Wenn wir zum Beispiel jetzt hier einen Auftrag annehmen, zum Beispiel Parkanlage hier zum Beispiel, ne? Und da können wir dann hier so verschiedene Aufträge machen und ja, dasselbe dann hier hinten bei der hier, ne? Ja. Das sind natürlich Aufträge, die natürlich dann auch recht langwierigen Prozess haben. Gerade wenn ich mir das hier so angucke, ne? Gibt es 1,5 Millionen Kohle hier. Ne, was es hier so an Aufgaben gibt, Junge, da freue ich mich jetzt schon drauf, auf jeden Fall, wenn wir das machen. Und ja. Ich wollte jetzt erstmal einen kleinen Auftrag annehmen. Und dann mal gucken. Aber wie geht's dir denn so? So, mal das jetzt erstmal so weit gemacht, würde ich sagen. Die können wir ja so stehen lassen erstmal, die Dinger da drauf. Ich würde mir jetzt trotzdem selbst nochmal das kaufen, weil wir haben sicherlich nochmal dann Aufträge, wo wir sicherlich nochmal die Materialien brauchen. Deswegen lasse ich die da jetzt auch gerade stehen. So. Jetzt gehen wir mal hier kurz zu unserem ja, hier Bauhof betreten. Da, ne? Das brauchen wir einmal. Und was haben wir noch? So, noch irgendwas. Drei Bäume. Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe doch gerade eben einen abgeladen. Oh. Naja, gut, haben wir dann auf jeden Fall noch einen Baum stehen. Haben wir auf jeden Fall noch mal was. Irgendwas war es doch noch. Ach, die Bausteine brauche ich ja nicht, ne? Die Paletten hier, Pflastersteine habe ich ja noch jeweils. An Hof liefern, in Warenlager kaufen. So. Okay. Haben wir das auf jeden Fall gemacht. Achso, weil ich die wahrscheinlich auf den Hänger habe, deswegen. Naja. Egal. Jetzt hin. Mit Glitzen hier. Hier runter. Das heißt. Okay. Bauen wir da nochmal einen Wegpunkt. Das sind ja eigentlich nur 3 Meter, aber trotzdem. Ja, moin. Baustelle ist genau hier. Ja, Mann. Immer was Kurzes, ne? Wo steht das Zeug jetzt so?
nicht eingekauft oder was? Ich hab das gerade eben bezahlt. Steht denn der Dreck jetzt so? Hä? Steht er eigentlich hier? Scheiße denn jetzt? Ist jetzt nicht bezahlt oder was? Baustelle liefern. Ach, ich hab's ins... ich hab's in Warenlager gesteckt, ich Trottel. Naja, egal. Ich brauch's aber jetzt hier. Das heißt, kann nochmal kaufen. So, Kasse. Jetzt stehen sie hier, ich Trottel. Ach, ich hab's mir immer in Warenlager geschickt, ey. Sagt aber auch keiner was, ne? Sagt auch keiner was. So, dann mal hier drauf die Luzi auf jeden Fall. Denn jetzt hier noch jemand am Start? Jemand am Start? So, das hier hinschieben. Okay. Dann lassen wir das so. Moment, ich mache hier noch eine Kleinigkeit schnell. Deshalb kann der das nicht, oder was? Zack, fertig. Stand jetzt? Das habe ich gar nicht gelesen. Ach, egal. So. China-Nudeln schmecken gut. Welche Sorte kaufst du da immer? Wenn ich mal fragen darf. Komm gleich, Mana. Grüß dich, Mana.
Rindfleisch, okay. Ja, ich hole mir mal also hier dieses Hähnchen da. Oder sag schon hier Chicken, glaube ich, oder so heißt das. Mit Chicken ist, glaube ich, Hähnchen. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe schon lange keine mehr gegessen gehabt, bin ich ehrlich. Ich habe schon lange keine mehr gegessen gehabt. Ich habe schon lange keine mehr geholt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Chicken ist Hühnchen. Ja, ich meine die andere Sorte. Da gibt es doch noch was anderes. Abgesehen von Hähnchen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist da noch was anderes am Start. Was ich da auch gerne esse. Ja, verdammt. Falscher Knopf. So. Ja, verdammt, falscher Knopf. So. Das ist komplett eingefahren hier wieder das Ding. Mal rüberfahren zu der ach so weiten Baustelle auf jeden Fall. Die längste Baustelle, die ich ewig hatte. So, dann mal hier rum. Achso, habe ich überhaupt der Dings angemacht, Stepp? Ja, ist an. Okay, alles klar. Dachte jetzt schon. So, ich hätte es nicht angemacht, deswegen. Und dann machen wir mal hier lang. So. Zack. Machen wir den Scheiß hier mal schnell abladen. Na, hier geht's nicht. Ich will mal gerade hinstellen. Hier kann ich das nicht. Okay. So, jetzt nochmal probieren. Ob ich es jetzt abladen kann. Ne, sieht nicht so aus. Okay, schade. Sag mir nicht, dass er festhängt. Jetzt hat er sich irgendwie. Okay. So, dann laden wir mal den ganzen Schutt herab hier und dann gucken wir mal, was wir da noch so zu tun haben. Packen wir erstmal den Scheiß aus, würde ich sagen. Pflastersteine verlegen. Guck mal, wie schnell und ratzfatz das auf jeden Fall jetzt geht. Hä? Ich sehe noch gar keine. Verarschen? Achso, mir auch mal Ketten beischreiben. Ah. Ist das Scheißding auch noch im Weg. Kies liefern, okay. Mal kurz ein bisschen Platz machen hier.
müssen wir jetzt wieder in dieses Menü hier gehen. Dann, ne, hier. Ne, warte mal. Hier, zack. Dann brauchen wir erstmal wieder eine benötigte Maschine. Eine benötigte Maschine, die nehmen wir, mieten. Yep. Akzeptieren, steht da bereit. Also steigen wir hier aus, machen eine Schnellreise. Ach ne, das sind die 3 Meter. Brauchen wir keine Schnellreise machen, die brauchen wir ja nur hier rüber sprinten. Das geht ja Gott sei Dank. Ist ja Gott sei Dank schnell erledigt hier, ne? Ach ne, warte mal. Das ist ja der Baustoffhof, ich Trottel. Müssten ja wenn dann... Na, ist ja auch nicht so weit hier. Dann hier hin. Flitzen wir mal schnell rüber. Holen uns schnell die Sachen. Und dann haben wir es ja schon alleine erledigt, ne? Ich glaube, nach irgendeiner Baumaschine muss ich auch glaub, tanken, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also auf jeden Fall gut so sportlich unterwegs hier, der Gute. Mal sehen, wie lange er es durchhalten kann. Ein Stückchen habe ich auf jeden Fall noch. Gleich ein bisschen Fitness hier. Dann soll man sagen, Bauarbeiter sind nicht sportlich unterwegs hier. Bisschen unrealistisch, dass der Mund sich nicht anders damit nicht bewegt, aber sehr egal. So, dann geben wir mal Stoff mit dem Ding hier, Junge. So. Wer ist noch am Zuschauen hier? 4 Leute noch am Start. Ich muss ja... Naja, wo will denn der mich jetzt wieder hinschicken, der Trottel? Ich muss hier hin. Wo schickt denn der mich da hin? Ist der dämlich oder was? Ah, ich könnte dieses Navi manchmal so in die Tonne kloppen. Das sollten sie mal updaten hier. Meine sind leicht scharf, okay. Das heißt, da gibt es auch, glaube ich, eine Sorte, die nennt sich Hot oder so. Schnauze. 100 Euro hier für scheiß Rotblech-Dings da. Das ist, wenn die das jetzt überarbeitet haben, dann fährst du warm Besen, du. Scheiß Verkehrsschilder weg hier. Na, verpiss dich doch mal jetzt hier. Na 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 na. Kies müssen wir jetzt organisieren auf jeden Fall. Nicht, dass ich jetzt wieder Sand kaufe oder sowas, ne? Nicht, dass ich jetzt Sand kaufe, auf jeden Fall. Platz da, ich komme. Weg da. Und wie war deine Fahrt so? Ach ja, na gut, Kies habe ich geholt, aber ich habe mindestens auf ein Stück 100 Unfälle gebaut. Ja, ja, ist alles nicht so schlimm, Mensch. Kann man doch alles mit Verlusten, ist doch da zu rechnen, ne? Mit Verlusten ist auf jeden Fall zu rechnen. Bin ich immer noch? Ja, ich fahre immer noch. Oh, warum fährt denn das Ding nur 50, ey? Also ist das andere Ding nicht schneller gefahren? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, das andere Ding ist doch schneller gefahren, oder? Warte mal. Ne? Ah, guck mal. Das ist ein rechter Sack. Guck mal. Der wollte mich jetzt doch schon wieder quahrhaft um die eigene Achse schieben. Aber nicht mit mir, Junge. Kannst du auch vergessen, Kollege. Weil hier geht's runter. Hier geht's runter. Zwar falsche Autobahnabfahrt, aber das ist ja egal, ne? Ups. Ich glaube, da stand ein Auto im Weg. Naja.
An der Schrottplatz auch gleich was auf jeden Fall zu tun. Ja, da haben wir falsche Autobahn abfahren, runterfahren hier. Ja. Weg da. Oh. Einspringender. Wieso steht der gleich auf dem Kopf? Einspringender Laster. Springender Kieslaster, ja, das ist doch was Schönes, ganz was Fruchtiges auf jeden Fall. Es muss fruchten. So, hätten wir das ja schon wieder fast erledigt. Sind wir schon wieder fast dort, ne? Da sind wir ja schon wieder fast dort. Ich lasse einen Furz. Dann sind wir dort. Die Logik hier. Willst du irgendwie nicht verstehen, warum die hier das hingemacht haben und dann machen die hier so einen Mist? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Vielleicht muss ich das irgendwie nicht verstehen, ne? Vielleicht muss ich das auch irgendwie nicht verstehen. Keine Ahnung. Kies ist hier. Ich weiß gar nicht, wie viel muss ich jetzt da holen. Mach ich erstmal nicht ganz voll das Ding. Erstmal. Ja, so denke ich mal, wird reichen, oder? Ja, komm, wird reichen. Soll erstmal reichen. Du bist ein Meilenstein aufgestiegen, ja, warum? Was hab ich denn jetzt gemacht? Meilenstein erreicht heißt doch meistens irgendwie eine Aufgabe abgeschlossen, oder Jungs? Ich denke mal, ich hoffe mal, dass das reicht. Wenn nicht, muss ich nochmal hier hochfahren. Hoppla. Naja, ist ja eine Sache von Sekunden hier, ne? Ein bisschen Schaden verursacht hier überall. Da hat man auf jeden Fall dann noch ein bisschen Freude an weiteren Baustellarbeiten oder Bauaufträgen, ne? Ein Objekt hingestellt, das andere, 10 andere kaputt gemacht. So ist das doch, ne? So muss das. Warum fahr ich denn jetzt hier wie so ein Friseur, ey? Halt, hier muss ich jetzt hoch, ne? Ja, hier muss ich hoch. Bin ich runtergekommen, nicht, dass ich mich wieder verfahre hier. Das passiert nämlich im Spiel ganz gerne, weil dieses dämische Navi, wie gesagt, nicht zu 100% funktioniert. Und ihr habt es ja gerade eben wieder gesehen, das Navi hätte mich von der Autobahn jetzt lieber einen riesengroßen Umweg geschickt und keine Ahnung was, anstatt sie ordentlich mal mit mir hier das Navi hier ordentlich anzeigen zu lassen hier und so, ne? Aber naja, gut. So ist es halt, ne? Hoppla. Ich mich verdrückt. Da habe ich mich doch ein wenig verdrückt. La 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 la. Das glaube ich da jetzt nicht. Jetzt bin ich jetzt doch wahrhaft auf die. Da ist meine Baustelle. Ich hätte nur hier lang fahren brauchen, gell? Und von hier dann hier lang. Am Sägewerk hier vorbei und dann wieder hier. Guck mal, was ich jetzt hier für einen Umweg fahre. Nee, das akzeptiere ich so nicht. Erstmal hier hin. Vergisst es hier aber ganz schnell hier. Und das ist das, was ich gerade eben noch gemeint habe, ne? Dieses dämische Navi, wenn du da nicht 100-mal nachkontrollierst, schickt es dich irgendwo hin, wo es gar nicht sein soll. Also schickt dich dann komplett über den Kosovo oder so, ne? Also das kotzt mich so dermaßen an hier. Das nervt mich so dermaßen hier, dass sie das nicht gebacken bekommen, dieses Navi endlich mal ordentlich funktionieren zu lassen.
daher versuche ich schon öfters mir anzugewöhnen, ohne Navi zu fahren, wie man gerade eben gemerkt hat. Weil genau dann sowas halt passiert, dass man dann halt sich jedes Mal verfährt hier und jedes Mal hat man dann irgendwie zig Kilometer der Umweg, die man dann fahren muss. Wird zwar alles in Kilometer dann hinterher wieder abgerechnet, also bekommt man da wieder irgendwie einen Meilenstein und sowas, aber es ist trotzdem Sackgang, ne? Es ist trotzdem dann nervig. Man kann zwar eine Schnellreise dann von da aus machen, wenn man sich wirklich mal verfahren hat und keinen Bock hat, dieses Ganze zurückzufahren oder hin und her zu fahren oder wie auch immer, aber das bringt es auch nicht, ne? Da hat man ja mehr Schnellreise gemacht, wie man überhaupt den ganzen Spiel gesehen und gehört hat. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr eure Meinung dazu ist. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben oder so. Das wäre auf jeden Fall mal sehr gut. Weil ansonsten so, naja, was soll ich dazu sagen? Oh, jetzt geht's hier Kickdown hier. 61, geil, 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 geil. So, rein hier in den Kreisel. Oh. Was ist denn das jetzt hier für Mist? Mann. Ja, wir mal quer über ein Beet hier drüber. Guten Tag, Leute. Guten Tag, Leute. Moin, moin. War ein Verkehrsschild. Oh, verdammt. Ich fahre hier ein. Manchmal eine Grütze zusammen, Junge. Die arme Baumaschine, Junge. Die gebe ich dann erstmal kaputt wieder zurück. Und wie war dein Arbeitsauftrag? Oh, perfekt, perfekt, wunderbar. Alles gemacht. Aber die ganze Baumaschine habe ich geschrottet. Die ganze Baumaschine habe ich geschrottet. Ja, ja, ja. Wer schaut so zu? Wer schaut so zu? Wer schaut hier so zu? Di, di, di. Di, di, di. Warte mal, bevor ich jetzt wieder falsch fahre. Ja. Da ist die Baustelle, also hier runter. Also hier müssen wir runter. Wunder. Süßes Teufelchen. Aha. Moin, moin, moin. Ah, okay, der Trick funktioniert trotzdem noch. Wunderbar. Perfekt. Blitzer wieder schön gekonnt ignoriert. Die rote Ampel haben wir gesehen. Das ist wieder eine. Guck mal, das ist zum Beispiel eine total unlogische Sache. Ich soll hier lang fahren, um hier drüben zur Baustelle zu kommen. Total unlogisch. Hier ist die Baustelle. Junge, 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 echt. Ah, ich glaube, das bisschen Kies, was ich da geholt habe, wird so nicht reichen. Extra weniger geholt, damit ich jetzt hinterher nicht dann zu viel habe wieder und dann wieder hin zurückfahren muss. Ich glaube, da muss ich nochmal was holen, aber das mache ich diesmal wieder Schnellreise. Da habe ich nicht nochmal Bock drauf, das ganze Stück zu fahren hier. Das mache ich nochmal wie die Schnellreise. So, und wie geht's euch so, Leute? Wer ist so am Zuschauen? Moin, 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 Leute. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Die Leute, die so im Hintergrund hier zuschauen, gerne mal ein paar Likes da lassen oder so. Würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten gerne hier tippen oder schreiben oder wie auch immer. Das wäre mir auf jeden Fall mega schön, ne?
So, die Baumaschine ist jetzt mehr als voll, würde ich mal sagen. 21.000 für Kies, Alter. Okay, das Zeug bleibt komischerweise drauf, so wie es drauf bleiben soll. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich mache jetzt wieder eine sogenannte Schnellreise, weil ich jetzt keinen Bock habe, dass das Navi mich jetzt wieder auf jeden Fall hier verarscht. Ja, hab ich keinen Bock drauf. Weil das reicht auch irgendwann mal. Es ist auch irgendwann mal gut, ne? Sehr interessant, wer hier so zuschaut. Naja. So, wollen wir hier das mal abladen, ne? Ich glaube, das wird wahrscheinlich ein bisschen viel sein. Naja, gucken wir mal. Ich werde das mal mit der anderen Maschine erstmal schnell hier. Das Zeug verteilen und dann gucken wir mal. Also den Kies verteilen und schauen wir mal, was er da so spricht. Deswegen habe ich gesagt, lassen wir mal den Kram hier. Hätte doch gut, dass wir die Maschine noch nicht gleich weggeräumt haben oder wieder zurückgegeben haben. Hätte ich es wieder sonst wieder besorgen müssen. Dann steig doch mal ein jetzt hier. Mal ordentliches Gerät hier organisiert noch. Na, das stand ja noch die ganze Zeit hier rum. Macht es vielleicht sehr gut, das haben wir gerade frisch gepflastert eigentlich. Ging immer schneller wie erwartet, würde ich mal sagen, wa? So, gucken, dass wir jetzt hier nochmal schnell den Scheiß ein bisschen verteilen können hier. Naja, klappt doch einigermaßen. Ich glaube, die Mischung sollte ja doch reichen. So, mal rückwärts hier. Ich glaube, da muss ich dann nochmal was holen. Wird so noch nicht reichen, glaube ich.
wird so nicht reichen. Ne. Da muss ich noch mal was holen. Das reicht so noch nicht. Eigentlich, ja, muss ich fast überlegen. Ne? Gut, wenn ich jetzt hier nochmal eine Ladung so geholt hätte, also den Anhänger, den Kipper so voll gemacht hätte, hätte es vielleicht gereicht, sage ich jetzt mal so. Aber so in der Hinsicht nicht. Naja, gut, was soll's. Dann ist es halt eben so. Müssen wir halt eben nochmal eine Ladung organisieren. Nur gut, dass wir die Schnellreisefunktion auf jeden Fall haben. Können wir ja dann uns wieder runter spawnen lassen, sage ich jetzt mal so. Da brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht den ganzen Hänger voll machen, oder? Ja, ich würde sagen, komm, sicher jetzt haben wir mal voll alles, was zu viel ist. Mal rückwärts hier. So, reicht das dann so, ne? Reicht das mal so? Nicht, dass wir dann zu viel wieder an Kies und sowas haben und dann... Da muss man mal überlegen, wir haben jetzt schon über 30.000 nur alleine für den ganzen Kies-Scheiß bezahlt, ne? Ganzen Kies-Mist bezahlt. Über 31.000. Muss ich mal überlegen. Über 31.000 Euro hier nur für Kies. Für einfach handelsüblichen Kies da hier für so ein bisschen Parkplatz hier, ne? Hier hätte man noch was machen können. Und gleich mal versuchen, dann so auch gleich zu verteilen, dass wir nicht viel große Arbeit haben irgendwie oder so, ne? So, dann fangen wir mal hier hinten an, würde ich sagen. Zack. Und dann einmal alles abkippen. Sollte reichen, denke ich mal eigentlich. So. Lassen wir das Ding kurz hier stehen. Brauchen wir sicherlich gleich noch mal. Gehe ich mal ganz stark von aus. So. Na. Warum steigt denn der jetzt nicht ein hier? Jetzt. Steigt er jetzt ein? So. So, dann sollen wir kurz den Bereich räumen, dann haben wir das nämlich schon soweit fertig. Perfekt. Kies verdichten. Müssen wir jetzt einen Verdichter uns organisieren. Steigen wir schnell wieder aus, gehen auf die Karte. Dann betreten und dann müssen wir uns hier jetzt ein Kiesgerät organisieren. Also einen Verdichter holen, der dann Kies vermachen kann. Warte mal, hier Erdnässe, Erdwalze, Erdwalze, Asphaltwalze, Asphaltwalze. Wo ist denn hier eine Kieswalze? Erdwalze. Erdwalze, hä? Asphaltwalze, Kaltfräse. Was ist denn jetzt für ein Teil hier? Asphalt, Erd, Radlader. Der Arschnetz hier? Mal kurz was gucken hier. Jobs, zack. Da ist eine Erdwalze, ernsthaft? Gab es keine für Kies? Bin ich schon so lost oder was? Offenbar nicht. Na naja, egal.
Machen wir hier das. Das ist doch eine Erdwalze. Das wusste ich jetzt nicht. So, dann zap zap. Gehen wir da hier auf Karte. Schnellreise, dann dahin. Dann können wir die 3 Meter rüberfahren. Und dann ist gut. So, schnell hier rein in die Walze. Alter, dass die Batterie da immer noch von dem LKW voll ist, das wundert mich. Da steht doch schon einige Stunden da hinten jetzt mit Licht und alles. Ja, es kann jetzt eine Weile dauern, Leute. Bis wir drüben sind. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Und bei euch so? Es geht so bei euch? Um die Uhrzeit? Wie spät ist denn jetzt überhaupt? 2 gleich? Eieieiei. Naja, mit dem können wir bedingen, können wir wenigstens nicht geblitzt werden. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das Ding fährt ja nicht schneller wie 10 km/h. Ja, ne? Kann man wenigstens nicht geblitzt werden. Hat wenigstens einen Vorteil. Das hat wenigstens einen Vorteil. Bindern wir zwar jetzt den ganzen Verkehr hier, aber was soll's, wir haben es ja nicht weit. Du siehst schon, dass ich da Fahrer habe, die Rundumleuchte oben an, ja? Ein Klatscher. Alter, ey, dieser Verkehr in diesem Spiel, der riecht mich so dermaßen auf, ne? Diese komischen Bots da in dem Spiel, Alter, das riecht mich so auf hier, echt. Du kannst nicht in Ruhe irgendwas machen, ohne dass diese Deppen dir entweder am Weg rumfahren oder vor dir rumschleichen oder dich wegen irgendwas behindern, die am Weg rumstehen, dass du dann nicht rumkommst oder wie auch immer, ey, das ist so eine Scheiße da. Man kann zwar den Verkehr hier im Game auch abstellen, sage ich jetzt mal so, aber das ist ja dann auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Ich meine, auf der anderen Seite rächt man sich zwar 100 Mal drüber auf und so, aber auf der anderen Seite ist es dann doch ganz gut so, dass zwischendurch wenigstens ein bisschen was da ist, aber wie die fahren, die KI hätten sie wenigstens besser machen können von diesen blöden Autos, ey. Die fahren einen immer nur im Weg rum oder kratzen oder, ach, es ist, also manchmal ist es echt nicht schön, muss ich ganz einfach so sagen. Naja, sind ja gleich bei dem sogenannten Auftrag. Da können wir den Kies schnell ein bisschen gerade machen und dann haben wir den Auftrag schon fast fertig. Und euch so und sonst so. Und sonst so bei euch? Alles fit oder was? Geht's euch sonst so? Ich fahre ja nur mit meiner Walze hier gerade die ganze Zeit schön auf der Straße. Ich fahre behindere schön den ganzen Verkehr. Hier, meine Baumaschine steht auch erstmal hier so ein bisschen im Weg rum. Ja, ich meine, ist doch gar keine Sache. Ist eine Sache von Sekunden, was ich mal meine, ne? Walzen in den Dreck. Dann walzen wir mal, dann walzen wir mal. Walzen und walzen und walzen hier. Na 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 na. Dichten ja immer. Und bei euch sonst so? Alles fit oder was?
müssen wir mal Asphalt auftragen. Auch noch. Boah. Asphalt auftragen und dann noch fertig. Naja, gut. Stellen wir das Ding einmal hier hin. Das bauen wir ja noch. Ah ne, dafür brauchen wir Asphaltwalze dann wieder. Dafür brauchen wir dann, glaube ich, dann eine Asphaltwalze, oder? Also zum Asphalt verdichten, oder? Asphalt auftragen mit dem Teil hier. Erde. Ja, Asphaltwalze ist dann das Teil hier wieder. So können wir das dann wieder zurückgeben, okay. Also können wir das Ding zurückgeben. Oh, das habe ich alles weg. Oh, das habe ich alles wieder weggeräumt. Ich Trottel. Oh. Das war ja klar. So, warte mal, brauche ich jetzt erstmal. Ich baue jetzt erstmal das Asphaltteil, oder kann das der, den ich da jetzt gerade eben aufgeladen habe, auch beitreten? Warte mal. Kann der auch das Zeug aufladen? Zeig mal Ausstellungsraum, Grundpreis, shit gut. Kann der alles jetzt hier aufladen? Könnt ihr theoretischerweise auch aufladen? Hm. Da muss ich jetzt ernsthaft dafür so ein anderes Ding da hier mehr holen, organisieren, wieder so für Asphalt. Asphalt gibt es ja extra dafür, solche komischen Ladedinger her. Multenkipper. Auf jeden Fall brauche ich dann dieses Ding hier. Multenkipper. Kann ich nicht auf dem anderen Ding das auch da drauf machen irgendwie? Nee, glaube ich nicht, gell. Nee, Asphaltkipper. Ja. 1600 die Stunde. Natürlich mieten. Das andere Ding holen wir dann. Machen wir erstmal Schnellreise. Holen wir erstmal das Ding. Theoretischerweise müsste man eigentlich, wie man hier ist, das so schön aufladen und dann hin und her machen. Ne? Das mit dieser Schnellreisegeschichte nicht machen. Aber ich gucke da mal, dass ich dann das wenigstens mit der Asphalt-Dings mache. Warum das in der nächsten Folge machen. Ich muss ja ganz einfach sagen, ich will eigentlich also langsam mal Feierabend machen. Schreibt keiner mehr, es macht keiner mehr irgendwas hier. Und deswegen. Ah, ich speichere jetzt erstmal hier. Speichere erstmal an der Stelle nochmal. Und dann würde ich sagen, mache ich einfach jetzt in der nächsten Folge mal wieder weiter. So. Würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Für die Leute, die auf TikTok sind. Genau, mache ich erstmal bei TikTok aus. Dieser Kummer, manche Leute dabei sind, muss ich nicht verstehen. So, gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier auch Feierabend, was YouTube und so betrifft. Und
Wünsche euch einen angenehmen Abend, eine angenehme gute Nacht. Schöne Ostertag noch auf jeden Fall. Oder schönen Ostersonntag. Wie auch immer. Genau, ich mache jetzt erstmal den sicheren Feierabend. Bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Gerne auch mal bei meinen Videos vorbeischauen. Da lade ich ja die nächste Zeit jetzt immer ein bisschen was hoch. Gerne auch mal was kommentieren, ne? Wäre echt noch sehr schön, dass man wieder ein bisschen mehr hier auf YouTube auch zum Beispiel funktioniert und passiert. Das wäre echt cool. Habe jetzt immer so einen Rhythmus gerade drin von Videos alle 2 Tage bei SoTV und sowas. Und von daher, genau. Gut, dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.